Ja, kurz und schmerzlos. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Cusanus Akademie. Zweiter Abend heute. Eigentlich auch mit Querdenken gestern schon. Haben wir ein bisschen das bedingungslose Grundeinkommen erörtert. Eine Gesprächsrunde ist ja von der Reihe Querdenken entstanden. Heute sind wir bei der zweiten Zyklus von Querdenken. Und wir starten mit, von mir aus gesehen, einem ganz interessanten Thema. Neoliberalismus, ein bisschen eine Schelte vielleicht zum Neoliberalismus, der Markt als Religionsersatz, passt da eigentlich ein bisschen ins Tier zu seinem Bildungshaus, weil Religionsersätze sind relativ viele, der Markt ist einer davon, und da bin ich schon einmal gespannt, wie das halt angegangen wird. Markus Lobis wird das Ganze moderieren, Referent haben wir in muss ich im Vornamen Stefan Schulmeister hier, danke fürs Kommen, danke Markus auch, dass du die Reihe da in der Cusanus auch machst. Das stammt ja eigentlich, oder der Projektträger ist ja die Urania Meran, von dort her, ja, danke, dass ihr uns mit ins Boot geholt habt und dass wir vielleicht auch am Boot weiter drinnen sitzen bleiben können. Ich überlasse dir jetzt das Wort und wir hoffen auf einen spannenden Abend. Danke. Vielen Dank, Matthias Oberbacher. Wie der Matthias schon angeschnitten hat, war gestern da eben der erste Abend von diesen offenen Gesprächsabenden zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, und es war überraschend, dass es auf sehr großen Zuspruch gestoßen ist, und man sieht eben, dass jetzt die Zeit für wirklich sozial-innovatorische große Ideen heranreift und dass die Menschen sich mehr dafür interessieren und dass sie auch beginnen, sagen wir, in gewisser Weise Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, in dem Sinn, dass sie sich mehr als bisher für wichtige, spannende, neue Themen interessieren. Die Idee für die offenen Gesprächsabende ist ja beim Besuch von Daniel Haney entstanden, und es wird diese Gesprächsabende zum bedingungslosen Grundeinkommen jetzt im März, April und Mai auch geben, jeweils in der Woche von Querdenken am Dienstag zu verschiedenen Themen. Es liegen Zettel auf, wo ihr die Themen sehen könnt, was dort beim bedingungslosen Grundeinkommen beleuchtet werden. Querdenken ist als Reihe entstanden, weil der Bedarf da ist, sich mit grundlegenden Problemstellungen unserer Zeit zu beschäftigen. Und wir kennen uns mit jedem Thema, das uns irgendwie in der Öffentlichkeit begegnet, und mit jedem Ausgleichs- oder Regelsystem, das wir kennen, beschäftigen, und wir merken, dass eigentlich keines nicht in einem kritischen Zustand ist. Bis hin zum Klima. Also alle Ausgleichs- und Regelsysteme, die ich als solche erkennen kann, betrachte ich momentan als in Krise, beziehungsweise in einer kritischen Situation. Ob das jetzt die Wirtschaft ist, ob das Sozialwesen ist, ob es das Thema die Ethik ist, ob es das Finanzwesen als Bestandteil der Wirtschaft oder ob es andere Systeme sein, wir merken, ein weiter so macht eigentlich keinen Sinn. Und ich bedauere, dass gerade heute das Europäische Parlament ein lautes weiter so von sich gegeben hat, indem es dem CETA zugestimmt hat. Das ist eigentlich gegen das Interesse der Bevölkerung und auch gegen das manifestierte Interesse der Bevölkerung. Und das ist ein lauter Schrei, das weiter so, ein hilfloser Schrei, das weiter so, habe ich den Eindruck. Und ich bedauere es, dass ich den Eindruck gewonnen habe in den letzten Gesprächen, dass mit der heutigen Politik ein grundlegender Wandel, den wir dringend brauchen, wahrscheinlich nicht zu machen ist. Mhm. Soweit mein Einstieg. Wir freuen uns sehr, dass wir heute den Stefan Schulmeister da haben, die von uns, und das sind einige, wie ich weiß, die Einshochen kennen ihn von dort her schon. Er ist manchmal bei den aktuellen Sendungen auch als Fachmann. Er ist in verschiedenen Zeitungen, die Presse und in anderen Zeitungen auch in der Zeit. Oder er war im bayerischen Fernsehen im Format Quer zu sehen. Er ist ein Querdenker und passt deshalb perfekt in diese Reihe. Ich denke, dass wir heute eben nicht mehr weiter so Denker, sondern eben Querdenker brauchen. Und deswegen werden wir heute mit dem Herrn Schulmeister, der jetzt seit kurzem, glaube ich, in Pension ist, war Wirtschaftsforscher am Wirtschaftsforschungsinstitut, war Gastprofessor in verschiedenen Universitäten in der ganzen Welt
Und sein Forschungsschwerpunkt war hauptsächlich eben also der Neoliberalismus bzw. die Geschichte des Neoliberalismus aus der Sicht eines Ökonomen, aus der kritischen Sicht eines kritischen Ökonomen. Und wenn man verschiedene Artikel recherchiert, die im Internet sein, zum Beispiel ein großer Zeitartikel einmal in Zeit Österreich, dann hört man manchmal auch das abwertende Wort des Unverstandenen. Und ich möchte mit so einer kleinen Frage einsteigen, bevor wir zum Thema kommen. Fühlen Sie sich unverstanden? Naja, von meinen Kollegen Ökonomen eher schon, von vielen anderen nicht. Und das Unverstandene, das hat genau mit dem zu tun, womit Sie begonnen haben, nämlich, dass wir in einer Krise stecken, in nahezu allen Lebensbereichen. Das Grundgefühl einer großen Mehrheit von Menschen, glaube ich, in Europa ist, so kann es eigentlich nicht weitergehen mit dem Klima, mit den Lebens- und Entfaltungschancen der jungen Menschen und mit vielen anderen Problemen, Armut, Ausgrenzung, Fremdenhass etc. Aber lernen passiert nicht. Und die Frage lautet, unter welchen Bedingungen entsteht gesellschaftliches Lernen? Das heißt sozusagen ein Kurswechsel raus aus der Krise. Und mein Eindruck ist, wenn eine Krise sich über 40 Jahre zunächst ganz schleichend entfaltet hat und die Krise, in der wir jetzt stecken, begann in meiner Einschätzung Anfang der 70er Jahre, dann ist der Lernwiderstand, besonders der Eliten, enorm. Und das ist zunächst einmal ganz verständlich. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Finanzminister Schäuble oder Sie können sich jeden beliebigen Politiker denken, der lange Zeit eine bestimmte Navigationskarte, sage ich einmal, vertreten hat. Das heißt sozusagen eine Handlungsanweisung, wenn der Staat Schulden hat, dann müssen wir sparen. Wenn die Menschen arbeitslos werden, dann muss der Preis der Arbeit, also der Lohn, gesenkt werden. Und selbst wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das hat nicht funktioniert, würde das Lernen voraussetzen, sich mit den eigenen Fehlern zu konfrontieren. Und das ist sehr schwierig, besonders bei Menschen, die sozusagen ein starkes Ego haben. Und dazu kommt ein zweites. Das Schwierigste am Lernen ist meiner Ansicht nach das Verlernen. Ja, Kinder lernen unglaublich schnell, weil sozusagen noch nichts drinnen ist. Aber wenn jemand einmal eine Weltanschauung hat, eine Erklärung, an die er geglaubt hat, dann müsste er das erst einmal rauskriegen aus dem Schädel, um sozusagen wieder Freiräume zu schaffen in Richtung, was soll man jetzt neu und anders machen. Und dafür ist die Krise aber leider noch nicht schwer genug. Wenn ich den Vergleich kurz machen darf mit der Weltwirtschaftskrise, also mit den Jahren 1929 bis 1933, da gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten. Die damalige Krise begann als Finanzkrise, als Börsenkrach. Dann erfolgte ein Wirtschaftseinbruch, der war noch nicht so schlimm. Aber die Politik reagierte mit hartem Sparen. Die Sparpolitik, besonders in Deutschland und den USA, hat dann die Krise massiv verschärft. Der Rechtspopulismus, würde man heute sagen, oder die Faschisten kamen auf, weil sie mit dem Elend der Menschen Politik machen konnten, weil sie die Berechtigten, muss man immer wieder sagen, berechtigten Gefühle der deklassierten Menschen auf ihre Mühlen gelenkt haben. Nur, im Gegensatz zur jetzigen Krise, war die Krise 29 bis 33 ein Keulenschlag, der mit einer solchen Massivität hereingebrochen ist, während die Krise, in der wir jetzt sind, die hat sich über 40 Jahre sozusagen langsam ausgebreitet. Wenn etwas so langsam passiert, dann kriegt es den Anschein eines Sachzwangs. Sozusagen, es wird immer enger, aber man kann nichts machen. Und darin sehe ich einen ganz wesentlichen zusätzlichen Grund. Und warum hat sich die Krise in den letzten 40 Jahren so langsam ausgebreitet? Das, und damit wären wir jetzt endlich beim Thema,
hat sehr viel damit zu tun, dass es gelungen ist, in den Köpfen der Eliten eine an sich alte Weltanschauung wieder tief zu verpflanzen. Also die Weltanschauung, die da lautet, freie Märkte können prinzipiell die ökonomischen und damit auch letztlich die sozialen Probleme besser lösen als die Politik. Das war dann ein bestimmter Abschnitt jetzt, wenn wir ein bisschen noch zurückblättern, dass wir dann auf diesen Abschnitt kommen als Teil einer Folge. Mhm. Die Ökonomie gibt es ja als solche, als Wissenschaft noch nicht sehr lange. Können wir vielleicht ein bisschen zurückblättern an die Anfänge der Ökonomie, beziehungsweise welche ökonomischen Prinzipien hat es, sagen wir mal so, gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegeben? Da war vom Neoliberalismus natürlich noch nichts zu sehen. Wie hat sich die Wirtschaft, die Ökonomie zu der Zeit dargestellt? Ja, da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Das, was wir heute Neoliberalismus nennen, wurde geboren in der Wissenschaft genau Ende des 19. Jahrhunderts und nennt sich neoklassische Ökonomie, also eine Art von Gegenposition zur politischen Ökonomie. Politische Ökonomie, das war die Ökonomie der Klassiker. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx und dazwischen noch einige andere. Und der Hauptunterschied zwischen der klassischen politischen Ökonomie und der späteren Gleichgewichtsökonomie war, dass, wenn auch die Positionen politisch unterschiedlich waren, ein Adam Smith und ein Karl Marx in gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen gedacht haben. Das heißt, sie haben beobachtet, dass etwa bei Adam Smith die Grundbesitzer, die Adeligen, die Kirchen, andere Interessen haben als die Kapitalisten und die haben wieder andere Interessen als die Arbeiter. Ein soziologischer Ansatz auch. Ein Ansatz, der hat kombiniert hat, das Nachdenken über, wie kann man wirtschaftliche Probleme besser lösen, immer aber mitdenkend die Interessensgegensätze in der Gesellschaft. Und die Neoklassik, und der Neoliberalismus ist nichts anderes als ein Aufwärmen der Neoklassik. Die Neoklassik macht damit Schluss und sagt, wir analysieren Ökonomie nur aus dem Blickwinkel der Individuen. Um jetzt gleich einen Sprung zur Margaret Thatcher zu machen, ihr berühmtes Diktum, Gesellschaft gibt es nicht, there is no such thing as society, meint, es gibt eben nur Individuen, die miteinander im Wettstreit stehen, wo? Auf Märkten. Und wenn sie jetzt auf Märkten miteinander konkurrieren, dann werden Gleichgewichtspreise gebildet, die die Grundfrage des Ökonomischen, nämlich was soll produziert werden, für wen soll produziert werden, wie soll produziert werden, am besten lösen. Und man beruft sich dabei, das ist immer die Metapher, und jetzt bin ich bei der Religiosität, auf die unsichtbare Hand des Marktes. Ja, diese Metapher von der unsichtbaren Hand des Marktes unterstellt, es gäbe quasi eine säkularisierte göttliche Vorsehung in der Ökonomie, die man nicht sieht, unsichtbare Hand, die aber letztlich alles zum Besten lenkt. Das hat ja was Dogmatisches. Das hat was extrem Dogmatisches und was... Dogmen darf man ja nicht... Dogmen darf man nicht zur Diskussion stellen. Das sind feststehende Sätze und da ist es einfach mal, das heißt, es ist so und fertig. Ideologien kann man hinterfragen, diskutieren, streiten, aber über Dogmen darf man eigentlich nicht einmal streiten. Naja, man kann zum Beispiel gerade dieses Bild von der unsichtbaren Hand des Marktes sich näher ansehen und damit schon eine starke Kritik an Neoliberalismus üben, indem man auf den Erfinder dieser Metapher zurückgeht auf Adam Smith. Damit habe ich mich in den letzten Monaten sehr detailliert beschäftigt, denn ich hatte auch ein bisschen das Vorurteil, der Adam Smith, das war ein Ökonom, der letztlich sozusagen der Urvater der Neoliberalen war, weil er für Marktfreiheiten war und weil er diese Metapher von der unsichtbaren Hand des Marktes verwendet hat. Die war allerdings zu seiner Zeit sozusagen eine relativ
populäre Phrase, also nicht nur er hat diese Metapher verwendet. Er hat sie selber nur ein einziges Mal in seinem Buch verwendet. Und ich habe das jetzt im Original nachgelesen, man ist geradezu fassungslos, wenn man das Original liest. Denn der Adam Smith hat überhaupt nicht das gemeint, was die Neoliberalen daraus gemacht haben, sondern der Adam Smith diskutiert folgendes Problem. Warum tun die Englischen, Adam Smith schreibt so um 1770, warum bevorzugen die englischen Kaufleute den Binnenhandel, also den Handel innerhalb Englands, gegenüber dem Handel mit den Kolonien? Und er begründet es damit, dass eben der transatlantische Handel, Schifffahrt, risikoträchtig und so weiter, und daher wollen sie lieber mit Engländern handeln. Und jetzt kommt der berühmte Satz. Und so, wie von einer unsichtbaren Hand geleitet, nützen sie der englischen Wirtschaft, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen, sondern sie wollen nur ihre Unsicherheit mindern. Was für ein Unterschied zwischen dieser ganz konkreten, handfesten Überlegung und dieser marktreligiösen Überhöhung, die dann die Neoliberalen daraus gemacht haben. Und stutzig werdend habe ich mich dann mit dem Adam Smith mehr beschäftigt und bin zu einer totalen, also, wie soll ich sagen, es gibt für mich nach wie vor keinen größeren Ökonomen. Das ist so berührend, wenn man den im Original liest. Keine Rede davon, dass der Adam Smith sagen würde, der Mensch ist in erster Linie ein Egoist, und wenn nur jeder mit den anderen konkurriert, dann wird alle sich zum Besten wenden. Im Gegenteil, er sagt, das, was Gesellschaft zusammenhält, ist Sympathie. Das heißt, die Fähigkeit, sich in die Gefühle der anderen hineinzuversetzen. Und seine Analyse dann der Ökonomie ist sehr intelligent, wirklich unglaublich einsichtig, indem er sagt, jeder Mensch ist von anderen Menschen abhängig. Satz 1. Weil jeder vom anderen abhängig ist, müssen wir natürlich trachten, dass wir unser Ziel, oder können wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir die Interessen der anderen mit berücksichtigen. Der nächste Gedanke ist dann, es ist besser, in meinen ökonomischen Plänen mir zu überlegen, was meine Handelspartner, Mitarbeiter im Betrieb etc. ihrerseits haben wollen, um durch diese wechselseitige Berücksichtigung gemeinsam ein besseres zu erreichen. Zwischen dieser Sicht der Welt und der neoliberalen Sicht, die sagt, wenn jeder nur egoistisch sozusagen seinen Eigennutz verfolgt, dann wird durch die unsichtbare Hand des Marktes alles besser. Zwischen diesen beiden Positionen liegen Welten. Und ich habe so viel von dem Smith gelernt, zum Beispiel, dass er diese Dichotomie, dieser Gegensatz, in dem wir alle ein bisschen denken, nämlich auf der einen Seite Egoismus und auf der anderen Seite Altruismus. Und das sind sozusagen, da ist ein Spannungsverhältnis. Und er sagt, das stimmt doch eigentlich nicht so. Denn wenn ich zu einem anderen gut bin, dann kriege ich was zurück. Und indem ich was zurückkriege, tut es mir auch gut. Das heißt, es ist nicht so eindeutig, so präzise getrennt zwischen ich bin egoistisch oder ich bin altruistisch, wie es zum Beispiel beim Immanuel Kant in der Philosophie stärker ist, der eher sozusagen sagt, Pflicht und Neigung sind unterschiedliche Dinge. Wenn was Spaß macht, ist es beim Kant eigentlich moralisch nicht mehr sehr hochwertig. Es macht zwar Spaß, aber es ist nicht... Weil der Adam Smith ist viel menschlicher. Er sagt, moralisch gut sein darf auch Spaß machen. Man kann, und ich hab zufällig gerade den Adam Smith gelesen, wie da diese diese Welle der Hilfsbereitschaft war. Ja? Auch in Wien sehr stark. Ja? Und die Interviews mit denen, die da geholfen haben, wochenlang, die haben genau das zum Ausdruck gebracht. Die haben gesagt, uns geht's blendet. Sie waren geradezu euphorisch. Sie haben gesagt, es tut einfach gut, jetzt mit hunderten anderen da den Ankommenden zu helfen, etc. Wiederum, also damit ich nicht vom Hundertsten ins Tausendsten komme, aber das ist mir immer ein großes Anliegen, den Neoliberalen, den Adam Smith einmal wegzunehmen. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass, wenn der das so formuliert hat, wie Sie das lesen, dass das von vielen, vielen anderen anders gelesen wurde? Oder das ist total hat das sich so geeignet, sich so Nein, das ist eine total spannende Frage. Das Buch,
der Wohlstand der Nationen von Adam Smith, das hat jeder Ökonom im Detail studiert im 19. Jahrhundert von Karl Marx, alle. Niemand von denen hat jemals diese Metapher von der unsichtbaren Hand erwähnt, weil sie eben nur in diesem Kontext, englische Kaufleute tun lieber mit sozusagen anderen englischen Kaufleuten Handel treiben als mit denen in der Kolonie. Die haben daher nicht diesen Popatz rausgemacht. Das kommt 1949 mit dem berühmtesten Lehrbuch der Wirtschaftswissenschaften, Auflage 5 Millionen Stück. Paul A. Samuelson, späterer Nobelpreisträger, hat eben dieses ganz erfolgreiche Economics-Lehrbuch verfasst, das über 50 Jahre nahezu das dominante Lehrbuch war. Und in diesem Lehrbuch hat dann der Samuelson das dem Adam Smith unterstellt. Der Treppenwitz dabei ist, dass Samuelson, der ein Keynesianer war oder sich als solcher verstanden hat, der hat einen Strohmann aufgebaut. Er hat gesagt, der Blöde, sagt vereinfacht, Adam Smith hat geglaubt, die unsichtbare Hand des Marktes würde alles zum Besseren lenken, aber ich als Keynesianer weiß, nach der Weltwirtschaftskrise, die Märkte können auch versagen. Der Treppenwitz ist aber jetzt, dass Samuels in seinem Lehrbuch diese Metapher dem Adam Smith unterstellt, dringt sie über 50 Jahre in die Köpfe der Universitätsprofessoren, der Studierenden und so weiter ein. Und Ende der 60er Jahre kommen dann die Neoliberalen und sie waren ja auf Tauchstation sozusagen. Die haben sich vorbereitet. Die haben 20 Jahre lang, auf das werden wir noch zu sprechen kommen, sich großartig auf ihre Gegenbewegung vorbereitet. Und die haben dann sozusagen, nachdem der Samuelson diese überhöhte Bedeutung der unsichtbaren Hand des Marktes verbreitet hatte, haben sie sich auf den Adam Smith berufen können und gesagt haben, ja, das hat der Adam Smith gesagt, der Samuelson hat aber irrt sich, weil eben die Märkte doch alles zum Besten lenken. Und daher müssen wir, das war eine der Hauptforderungen der Neoliberalen, die heute noch immer nicht in seiner vollen Wucht sozusagen begriffen wird, dass die Hauptforderung der Neoliberalen Ende der 60er Jahre war Liberalisierung der Finanzmärkte. Ja, in der Öffentlichkeit schienen die Neoliberalen eher Gegner von Sozialstaat und Gegner von Gewerkschaften und so, aber im Grunde haben sie die Welt verändert durch die Hintertür der Entfesselung der Finanzmärkte. Eine Forderung, auf die damals die Unternehmer nicht geachtet haben. Man hat 20 Jahre lang in einer Welt regulierter Finanzmärkte gelebt in den 50er und 60er Jahren. Das war eine Selbstverständlichkeit für uns damals, dass die Zinssätze stabil und niedrig gehalten werden, dass die Aktienbörsen schlafen, dass die Wechselkurse fest sind und dass die Rohstoffpreise daher auch stabil sind. Und man muss sich in das zurückversetzen, wenn man 20 Jahre in einer Welt lebt, wo die Finanzmärkte völlig ruhig gestellt sind. Denken Sie an einen Bankbeamten, hat man damals gesagt. Das war überhaupt nichts Besonderes. Ein Bankbeamter, das war eben so ein Art Beamter, der hat sozusagen die Spareinlagen der Haushalte an Unternehmer als Kredite vergeben. Das war sein Geschäft. Heute nennt man das Boring Banking, das fade Banking, ja. Während natürlich in den nachfolgenden 40 Jahren unter dem Einfluss des Neoliberalismus aus den Bankern sozusagen Finanzalchemisten wurden, die die ersten Kunststücke entwickelt haben, die uns dann immer tiefer in diese Krise geführt haben. Dabei waren ja die großen Krisen Ende des 19. Jahrhunderts und dann eben 29 und 30 und so weiter, die waren ja eigentlich Finanzkrisen. Jede Krise, das ist ja das, was so unheimlich schmerzhaft ist im Grunde, dass wir jetzt Geschichte wiederholen. Wir wiederholen, wenn auch in anderer, also in abgemilderter Form, aber wir wiederholen 1929 FF. Egal, ob es anfängt mit Finanzkrisen, mit Sparpolitik, mit Kürzung des Arbeitslosengeldes, Deregulierung der Arbeitsmärkte, dann kommen die Rechtspopulisten, die berechtigten Gefühle der Erniedrigten auf ihre Mühlen ziehen. Jetzt beginnt natürlich das Nationale wieder in Europa. Das heißt, die Rechtspopulisten sind natürlich immer gleichzeitig nationalistische Bewegungen. Die
sozusagen Europa wieder redimensionieren wollen, auf ein, wie nennen Sie das, Europa der Nationen. Und was sich damit auch mehr Handlungsspielraum wieder erwarten oder erhoffen, der den Staaten ja abhanden gekommen ist, durch den Neoliberalismus oder durch diese Deregulierung, die es auch gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Hauptgrund ist, das geben Sie vor. Ich glaube, der Hauptgrund ist, es ist eine Politik der Gefühle. Und wenn ich mit den Gefühlen der Deklassierten und besonders aber auch der Verängstigten, es gibt ja sehr viele Menschen, die noch nicht ihre Arbeit verloren haben, aber die angesichts der Entwicklung, angesichts der Lebenschancen ihrer Kinder besorgt sind. Ja, und diese Sorgen sprechen eben die Rechtspopulisten an. Das ist eine Stärke von ihnen und das ist eine entsetzliche Schwäche der Traditionsparteien, dass sie diese Sorgen, dass sie, indem sie die Rechtspopulisten verurteilen, in vielen Fällen auch ihre Wähler verurteilen. Was ein Riesenfehler ist natürlich, ja, weil die Menschen haben einen Grund, warum sie diese Leute wählen. Und Politik der Gefühle heißt, ich brauche Sündenböcke, ich brauche Schuldige. Ja? Denken Sie, welche sozialpsychologische Rolle die Griechen in den deutschen Medien angenommen haben. Das hat entsetzliche Formen im Grunde angenommen, weil noch nie in der Nachkriegszeit hat man eigentlich monatelang ein Volk beschimpft. Die deutschen Medien waren voll, die Schumer-Griechen, die Pleite-Griechen. Und es hat sich niemand überlegt, dass bitte sehr die Politiker furchtbare Fehler gemacht haben könnten. Aber ich kann doch nicht ein ganzes Volk beschimpfen. Ja? Aber das war, glaube ich, notwendig. Nicht notwendig, aber ein Ventil. Es war ein Ventil. Man hat gesagt sozusagen, das ist meine Erklärung, ein bisschen von der Griechenland-Krise, dass die Finanzkrise 2008, die hat natürlich die Eliten am falschen Fuß erwischt. Ja, weil die Eliten haben jahrelang gesagt, liberalisieren wir die Finanzmärkte, da kann nichts passieren, etc. Und dann passiert das. Um nochmal zurückzukommen. Und die Griechen waren jetzt die idealen Sündenböcke. Warum? Dort war es der Staat. Der Staat hat geschummelt, er hat Schulden gemacht, die leben über ihre Verhältnisse. Sie sind, dann kommt noch subkutan ein bisschen Rassistisches, ne? Die vor allem Südländer etc. Und damit war diese Sündenbockrolle der Griechen sozusagen das ideale Medium, um von der eigenen Schuld an der Krise abzulenken. Und ich bringe jetzt nur ein letztes Zitat, das hat mich so erschüttert, der stellvertretende CSU, also Christliche Soziale Union Bayern, Parteivorsitzende, hat den Satz geprägt, der Grieche nervt. Ja, das war in dieser Zeit. Das ist unfassbar. Verstehen Sie, in einem Land, wo früher der Jude genervt hat, ist so eine Sprache, das sollte eigentlich sofort sanktioniert werden. Ist aber überhaupt nichts passiert. Ne? Und es fängt mit Griechenland, das werden Sie die nächsten Wochen sehen. Die ganze Geschichte sozusagen fängt von neuem an. Ne? Da würde ich einsetzen wollen. Auf den Stuhl gehen. Nein, es gibt einen Stuhl. Es geht nur darum. Ich finde das nicht okay. Ich darf bitten, auf den Stuhl zu gehen. Wir haben einen Stuhl da, der hat seine Funktion. Der Stuhl auch macht eine nichts. Der Stuhl macht nichts. Und okay. Wir haben die Rollen nur ganz definiert. Kurze Rückfrage. Den Rückbezug der Neoliberalisten immer auf Adam Smith gibt es nicht von ungefähr. Adam Smith hat ja alles gemacht, den Staat als Gestalter von Wirtschaft eben also auszuschalten. Nein, er, das war, überhaupt nicht. Er war nicht dafür, im Unterschied eben zum Merkantilismus. Ich meine, man muss ja auch den Kontext sehen, also die anderen Staaten waren stark merkantilistisch, England ja gerade nicht mehr. Und der steht immer eben ganz und gar in der englischen Tradition mit. Also deswegen, wie gesagt, eben, also die Einbeziehung und eben die Benennung des Staates eben als der Instanz eben in erster Linie, also Wirtschaft eben zu regulieren, hat eben, das wird von Adam Smith eben nicht eben dem Staat also anheimgegeben. Also im Gegenteil. Nicht eben, und das waren dann die späteren eben zum Teil eben die Idealisten eben und dann sowieso die sozialistische Tradition eben, die dann also die andere Diskussion mit reinbringen. Also deswegen das ist ein spannender Punkt. Bei Adam Smith eben ist nicht so gesehen, eben, wie man sie eigentlich eben sehen sollte.
Nein, der Adel, kann auch gerne da bleiben. Ja, nein, aber es ist ein wichtiger Einwand. Was mich bei der Lektüre von Adam Smith so bewegt, ist eine unglaubliche Differenzierung in der Argumentation. Der Adam Smith würde nie pauschal über den Staat und den Markt reden. Das ist überhaupt nicht sein Denkstil. Der ist genau dieser Typus eines englischen Empirikers, der eben sich die Sachen genau anschaut und, da haben Sie recht, sich gegen staatliches Handeln, so wie die Merkantilisten es gemacht haben, besonders in Frankreich, also sozusagen möglichst viel exportieren, möglichst wenig importieren, Regulierung der Märkte. Regulierung der Gütermärkte in dieser Form hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, das kann der Staat nicht. Er hat aber gleichzeitig gesagt, zum Beispiel, ein wunderbares Zitat von ihm, wenn ein Kind 6 Monate alt ist bis 3 Jahre, gibt es nach seiner Lebenserfahrung keinen Unterschied zwischen einem Kind von einem Adeligen und von einem armen Bauern oder einem Arbeiter. Aber es ist die soziale Ungleichheit, die dann zur Ausdifferenzierung führt, dass der eine sozusagen verstirbt mit 25 oder 30 in einer Manufaktur und der andere halt auf ein Schloss lebt. Daher hat er gesagt, hier braucht es mehr Staat. Er war zum Beispiel für ein staatliches Bildungswesen für alle. Ja? Ja, das heißt, das mag ich an dem Adam Smith so, dass er nicht, das ist ein ganz undogmatischer Denker, ja? Für den geht es nicht um Prinzipien, sondern um ein Abwägen, wo kann Politik etwas zum Besseren lenken, zum Beispiel in der Bildungspolitik, in der Förderung des technischen Fortschritts, Universitäten und so weiter, und wo schadet die Politik. Und es gibt ein Zitat, das mich auch sehr berührte, dass er sozusagen sagt, weil das gegenseitig sich unterstützen die Gesellschaft zusammenhält. Da sagt er sozusagen, wenn Liebe und Rücksichtnahme auf den anderen in einer Gesellschaft prägend ist, dann ist sie glücklich. Er sagt aber weiter, weil er ein Realist ist, das wird man meistens nicht erreichen, aber es braucht Gerechtigkeit. Wenn Gerechtigkeit nicht da ist, dann muss fast wörtlich sozusagen der wunderbare Bau der Gesellschaft zusammenbrechen. Und er geht dann einen Schritt weiter und sagt, daher darf der Staat nicht nur schädliches Verhalten der Bürger bestrafen und bekämpfen, sondern fast wörtlich, er darf den Bürgern auch Wohltaten für andere anempfehlen. Der Staat darf, das ist ein Vorläufer des Sozialstaatsgedankens, dass sozusagen... Weil er hatte natürlich analysiert die Lage der armen Menschen, besonders auch der bäuerlichen Bevölkerung, und fand es einfach grenzenlos ungerecht, ja, dass die Lebens- und Entfaltungschancen, die eigentlich bei einem kleinen Kind gleich sind, nahezu, ja, dass dann das eigentlich durch soziale Ungerechtigkeit so auseinandergeht. Ja. Aber dennoch gebe ich Ihnen wieder recht, er wäre sicher nicht... Er war in Marktwirtschaft, das ist überhaupt keine Frage, das bin ich übrigens auch. Ja. Der Markt hat schon seine Vorteile, aber er darf nicht... Der Unterschied ist doch so einfach. Der Markt ist ein Instrument, das uns dienlich sein soll, um gewisse Probleme besser zu lösen. So wie das Geld auch, nicht? Bitte? So wie das Geld auch. So wie das Geld auch, genau. Es soll unser Knecht sein, unser Instrument. Aber die Neoliberalen machen aus dem Instrument... sozusagen einen Golem. Den Herrn. Ja? Golem. Dem, denken Sie an den Wort, was weiß ich, die Frau Merkel sagt eben die marktkonforme Demokratie. Ja. Das ist eben so ein Begriff, dass, sie hat es gut gemeint, sie hat glaubt, das ist irgendwie schick, aber es bringt genau das zum Ausdruck, ja, dass die Politik, die wir doch wählen, die Politiker, dass sie was gestalten. Ja, wofür wählt man denn Leute? Dass sie in unserem Interesse Dinge zum Besseren wenden, etc. Dass jetzt auch die Politik sich dem Markt zu unterwerfen hat. Und das ist der Stoff, aus dem der Aufstieg der Rechtspopulisten ist, das ist ganz klar. Weil die Eliten, die Sozial- und Christdemokraten, die haben
den Primat des Marktes weitgehend akzeptiert. Und jetzt kommen die Rechten und fordern den Primat der Politik ein. Ja? Das heißt, die Rechten besetzen Terrains, die früher die Sozialdemokraten insbesondere besetzt haben. Daher reden auch die Rechten so viel von Sozialen. Und das, ja, Volk, wir sind das Volk. Ja, aber sozial in der Volksgemeinschaft sozusagen. Ich brauche immer natürlich den Gegner, also die Ausländer nicht, aber sozusagen für die echten Franzosen soll mehr Soziales her. Klar? Ist die Ökonomie eigentlich eine unzulängliche, nicht durchdachte Zweckwissenschaft geworden, wenn Sie jetzt so faszinierende Facetten beim Smith entdecken, die einfach systematisch ausgeblendet wurden, wie mir scheint? Ist das nur, es gibt keine Wissenschaft, wo der Konflikt zwischen Erkenntnis und Interesse, zwischen Einsicht und Rechtfertigung so tiefgehend ist wie der Ökonomie. Das ist ja auch ganz klar. In der Naturwissenschaft zum Beispiel verändert eine Theorie normalerweise nicht ihr Objekt. Also wenn jemand zum Beispiel, der Herr Newton, denkt nach über den Gang der Gestirne und das Universum, dann werden seine Gedanken den Gang der Gestirne nicht verändern. Eine ökonomische Theorie, wenn sie sich durchgesetzt hat, verändert aber das Objekt. Es wird zum Instrument. Ja, natürlich. Und dadurch ist es für die Vermögenden sehr klug, verständlich, viel Geld hineinzustecken, dass bestimmte Theorien produziert werden. Drittmittel an den Universitäten. Ja, natürlich, aber oft denken, das würde jetzt sehr eine nächste spannende Frage aufwerfen, weil wenn man verstehen will, wieso Europa, das doch vor 40 Jahren so anders ausgesehen hat, so anders, ja, wie das passieren konnte, dann müssen Sie zurückgehen in die Mitte der 1940er Jahre. Da hat es nämlich begonnen, weil damals ein Ökonom, der sozusagen der Gründer des Instituts war, auf dem ich 40 Jahre lang geforscht habe, Friedrich August von Hayek, später Nobelpreisträger, dieser Herr Hayek hatte in den 30er Jahren einen Dauerkonflikt mit dem englischen Ökonomen Keynes. Der Hayek saß als junger Professor, war ein Shootingstar, wurde mit 31 Jahren Professor an der London School of Economics, und Keynes saß in Cambridge und hat sozusagen gesagt, der Staat muss in der Weltwirtschaftskrise was tun. Und der Hayek hat gesagt, der Staat will nichts tun, eine Krise ist sozusagen wie ein Heilungsprozess. Ein malthusianisches Konzept. Ja, das ist, aus der Krise kommt man dann wieder sozusagen jetzt, strukturieren sie die Kapitalien um, etc. So, und dann gewinnt der Keynes total. Mit seiner General Theory 1936 landet der Keynes einen sozusagen Totalerfolg innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Und um den Hayek wird es still. Er hat verloren. Aber was ich am Hayek bewundere, ist ein unglaublich langer Atem. Der hat nicht aufgegeben. Der hat gewusst, es kommen jetzt Jahrzehnte, er hat sogar geglaubt, zwei Generationen, Jahrzehnte, wo Keynesianismus, Sozialstaatlichkeit, Sozialpartnerschaft, alles Dinge, die er abgelehnt hat, dominieren wird. Aber er denkt über diese Zeit hinaus und sagt, okay, dann müssen wir langfristig eine Gegenoffensive planen, mit großer Geduld, mit großer Ausdauer, und diese Gegenoffensive wird folgende Komponenten haben. Wir werden alternative Theorien entwickeln, auch wenn wir völlige Außenseiter sind. Das ist bewundernswert gewesen. Ja, die Linken, wie sie Außenseiter waren die letzten 40 Jahre, haben nichts zusammengebracht. Leider. Während die Neoliberalen, die waren in den 50er und 60er Jahren völlig ignoriert. Kein Mensch hat von dem, der Hayek, war niemand damals. Auch der Milton Friedman nicht.
aber sie haben ihre Zeit genützt und haben fleißig die Ringe gebastelt. Sie haben wahrscheinlich auch Sponsoren gehabt. Genau, sie haben auch Sponsoren gehabt, aber sie haben schon den nächsten Schritt weitergedacht. Auch da war der Hayek sehr klug. Der Hayek hat folgenden Aufsatz geschrieben, 1949, The Intellectuals and Socialism. Den Hayek hat total fasziniert, wieso ist es den Sozialisten Ende des 19. Jahrhunderts gelungen, innerhalb von einer Generation die Köpfe der Künstler und Intellektuellen zu erobern. Warum waren alle in den 20 Jahren links? Und er hat begriffen, dass das nur durch sozusagen mehrere Prozesse möglich ist, bei denen die Universitäten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Warum? Die Sozialisten, die Reformer in England waren die sogenannten Fabianer, die Fabian Society. Das war so, würde man sagen, sozialdemokratisch engagierte, nicht revolutionäre, sondern reformistische Denker. Und die hatten die London School of Economics gegründet. Deren Motto lautet For the Betterment of Society, also für die Verbesserung der Gesellschaft. Waren ganz sozial engagierte Menschen, ja? Und Hayek hat richtig analysiert, indem sie jetzt auf der London School of Economics Ökonomen ausgebildet haben, werden die in die Staatsverwaltung gehen, in die Zeitungen gehen und von daher sozusagen das Gedankengut, das sozialdemokratisch-reformerische Gedankengut, weiter verbreiten. Und er sagt jetzt, das können wir auch. Wir müssen nur versuchen, langfristig die Universitäten zu erobern. Und dann kommt dieser ganz trockene Satz vom Hayek, 1949, ja, wenn es einmal gelungen ist, die Köpfe of the most active part of intellectuals, also der aktivsten, engagiertesten Intellektuellen, wenn die erobert sind, braucht man nichts mehr tun, der Rest läuft automatisch ab. Und das ist eine genial präzise Prognose, was in Europa seit den 70er Jahren passiert. Indem nämlich an den Universitäten im Grunde nur mehr diese neoliberale Theorie gelehrt wird, und das ist leider so, sie ist natürlich jetzt eine Generation von Ökonomen, mehr als eine Generation, produziert worden, die in der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission, in den Regierungen, in den Zeitungen überall sitzen. Und dann braucht man weiters nichts mehr machen, weil die werden jetzt sozusagen das, was sie gelernt haben, reproduzieren, weil es unendlich schwer ist, ich will jetzt nicht länger drüber reden, aber wenn sie ein Doktorat in Ökonomie halt machen, dann haben sie 6-7 Jahre wirklich anstrengender Plage mit sehr viel Mathematik und großer, also es wird ihnen nicht geschenkt. Das heißt aber psychologisch, dass es dann später sehr schwer ist, die Einsicht zu haben, das war alles ein Blödsinn sozusagen, für was ich mich angestrengt, das funktioniert nicht. Dieser Lernwiderstand der Eliten jetzt in Europa hat sehr, sehr viel mit dieser richtigen Diagnose des Hayek zu tun. Sobald man die Hegemonie über die Köpfe erlangt hat, hat man Macht in der Gesellschaft. Wie konnte das passieren? Hat die Politik versagt? Oder wurde die Politik auch so unterwandert? Das ist ein Unterwanderungsprozess. Der Ablauf ist relativ einfach. Und das kann man wirklich nachweisen. Ich schreibe gerade an einem Buch, wo ich das sehr stark dokumentieren werde, dass der erste Schritt war, wir müssen neue Theorien schaffen. Das passiert in den 50er und 60er Jahren. Soll ich ein paar erwähnen. Im Nachhinein ist das ziemlich klar. Beispiel. Milton Friedman, einer der ganz großen Führer der Neoliberalen später, publiziert 1953 die Theorie, destabilisierende Finanzspekulation könne es gar nicht geben. Sei ein logischer Fehler. Das kann es nicht geben. Ja? Das ist, jetzt kann ich das nicht ausführen, es ist ein Zirkelschluss. Später ist es ziemlich klar geworden, dass es ein Zirkelschluss ist. Aber egal, Friedman war jemand, der wunderbar
sozusagen Dinge als logisch darstellen konnte, die in Wirklichkeit tautologisch sind. Ja. Theologen. Genau, die Gottesbeweise von Thomas von der Queen sind vielleicht auch so ein bisschen, ich bin aber kein Theologe, ich komme nicht an. Also ein Beispiel, dann 1957, Friedman, die Theorie der Konsumfunktion, wo er indirekt, also das ist so faszinierend, er tut ein Buch schreiben über die, das Konsumverhalten, aber in Wahrheit ist der Zweck nur, den keynesianischen Multiplikator schlecht zu machen. Was ist der Multiplikator? Das ist diese Theorie, wenn der Staat 1.000 ausgibt, dann fließen ja die 1.000 Haushalten zu, die werden von diesen 1.000, was weiß ich, meinetwegen 800 ausgeben, die fließen anderen wieder zu und so ergibt sich sozusagen eine Kettenreaktion expansiver Impulse. Ein wesentliches Element dieses keynesianischen Denkens, dass der Staat gegensteuern muss. Und der Zweck der Konsumtheorie vom Friedman war eigentlich, diesen Multiplikator schlecht zu machen, indem er gesagt hat, die Leute werden nicht so schnell reagieren auf Einkommenserhöhungen. Oder nehmen Sie, jetzt bin ich gleich fertig, die Neudeutung der Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise war natürlich für die Neoliberalen was äußerst Unangenehmes. Ja, in der Biografie. Ja. Erstens hat sie den Keynes dann sozusagen an die intellektuelle Macht gebracht. Und zweitens hat es ja der These widersprochen, dass die Märkte alles gut machen, wenn auf einmal Massenarbeitslosigkeit besteht. Also musste er eine neue Erklärung finden, gemeinsam mit der Anna Schwarz, 1963. Und Sie können es schon erahnen, seine Interpretation der Weltwirtschaftskrise ist, der Staat war schuld. Warum? Weil die amerikanische Notenbank hätte also zu wenig Geld in Umlauf gebracht und dadurch sozusagen hat der Staat wieder den schwarzen Peter bekommen. Oder letzter Punkt, ganz entscheidend, 1967, die Erfindung der sogenannten natürlichen Arbeitslosenrate oder Arbeitslosenquote, die Natural Rate of Unemployment, sozusagen ein Konzept, das das Ziel hatte, Vollbeschäftigungspolitik schlecht zu machen. Also zu sagen, Vollbeschäftigungspolitik kann nicht funktionieren, weil es gibt eine natürliche Arbeitslosenquote. Und wenn der Staat trotzdem sagt, er möchte Vollbeschäftigung haben, dann wird er Inflation erzeugen. Das sind so Glaubenssätze. Ist aber sehr schlau argumentiert. Ich meine, der Friedman ist, weiß Gott, nicht dumm. Ja. Und er hat das, die Fähigkeit gehabt, solche Theorien zu publizieren, dass das Timing stimmt. Wir haben einen Gast am Stuhl. Ja. Ja. Also, wir kommen in eine Stunde. Ja. Also, vielleicht eine Sache vorweg. Also, Neoklassizismus, wo ich die große Wende sehe, von den Klassikern zu den Neoklassikern, ist, dass man die Ökonomie angefangen hat zu mathematisieren. Ja. Und eigentlich dadurch auch ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Naturwissenschaften, die in dieser Zeit ja ziemlich Erfolge hatten, und durch die Mathematisierung, das war ein bisschen so eine Art Gegensteuer des Minderwertigkeitskomplexes das ist eigentlich da sehe ich den großen Unterschied zwischen der Klassik und der Neoklassik, die auch das ist eine Sache. Aber jetzt was mich jetzt wundert, oder ich habe gelesen in Ihrem Artikel, Sie sind ja Keynesianer. Oder ich weiß nicht, sind Sie es nicht mehr, oder Sie kommen aus der keynesianischen Schule raus. Ja, das. Okay, das schon. es gibt ja Keynes, und der hat ja super funktioniert, bis in den 70er Jahren wahrscheinlich. Es hat diese Gegentheorie, also diese Theoriebildung gegeben, aber damit sich eine Gegentheorie, ob sie richtig oder falsch ist, am Zug kommt, muss es ja eine Krise geben im aktuellen System, und dann schaut man sich um eine Alternative um. Ob sie richtig oder falsch ist, ist dann eine andere Sache. Aber ich glaube, der Keynesianismus an sich hat auch ein Problem, weil er baut auf einer wachsenden Wirtschaft auf. Also der Staat kann es sich nur leisten zu investieren und wieder das, was investiert hat, wieder zurückbekommen, wenn es ein Wirtschaftswachstum gibt, oder es wird zur Verschuldung. Ist das nicht korrekt? Also ohne Wirtschaftswachstum
wird es wieder zur Verschuldung kommen. Nicht zwingend, aber nein, dann entscheidend wäre, wie man langfristig mit rückläufigen Wachstumsraten umgeht. Genau das hat der Keynes vorhergesehen. Er hat gesagt, man wird nicht dauernd wachsen können, sondern aus dem banalen Grund, wenn man 30, 40 Jahre Wirtschaftswachstum hat, dann haben die Haushalte eine... Ach so, aber wie kann man weiterarbeiten mit Deficit Spending, wenn es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt? Das hört irgendwann mal. Funktioniert das weiter? Nein, das kann schon weiter funktionieren. Also Nullwachstum ist ein bisschen ein Problem im Kapitalismus, weil es eine positive Profitrate braucht. Aber der Keynes, da ist ja nicht ganz explizit, der Keynes war überhaupt so ein quirliger Denker, also das ist nicht alles so aus dem Schachtel bei ihm, wie man bei uns in Wien sagt, also alles so wohl geordnet wie bei den Neoliberalen, das hat mit der Mathematisierung natürlich zu tun. Aber es gibt einen wunderbaren Artikel von Keynes, den ich Ihnen sehr ans Herz legen würde, können Sie im Internet jederzeit abrufen. The Economic Possibilities of Our Grandchildren, also die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder, 1931 geschrieben als Zeitungsbeilage, also kein grandioser wissenschaftlicher Artikel. Und da skizziert er, er macht sich Gedanken, 1931, wie wird die Welt 2031 aussehen, in 100 Jahren. Und er sagt, der technische Fortschritt so weit voranschreiten, dass man eigentlich nur mehr 15, 20 Stunden in der Woche arbeiten müsste, weil wir auch nicht mehr Güter werden brauchen können. Er hat schon richtig prognostiziert, iPhones und so. Er hat gesagt, es wird immer quasi Gadgets geben, irgendwelche neuen Erfindungen. Aber die Grundbedürfnisse, egal wie Auto oder Haus oder Wohnraum und so weiter, das wird erfüllt sein und daher wird das Wachstum an Dynamik verlieren. Ja? Weil die Nachfrage schwächer wird. Und da hat er gesagt, naja, aber es wird nicht mehr, erstens wird es nur immer geben einen Unterschied zwischen Arm und Reich. Also soll dann der Staat die Ärmeren ein bisschen also umverteilen, weil die Ärmeren eben vieles noch nicht haben. Da kann ich noch aus dem Potenzial der Ärmeren kann ich schon Nachfrage generieren. Wenn Sie das im Weltmaßstab sehen, da können Sie wahrscheinlich für 150 Jahre Nachfrage generieren, wenn wir wirklich die Armut weltweit bekämpfen würden. Das zweite ist Arbeitszeitverkürzung. Das ihm sehr klug erschien. Und dann ist es, brauche ich kein Defizitspending. Wie soll ich sagen, wann macht denn das? Aber das Problem war ja in der Weltwirtschaftskrise, dass die Märkte waren gesättigt. Es gab kein Interesse mehr, der Unternehmen zu investieren, weil es keine Rendite mehr gegeben hat, weil die Wirtschaft nicht mehr gewachsen ist. Und das war der große Kollaps. Ja. Ja, weil ich kein Wachstum mehr habe, dann habe ich den Kollaps. Ob ich jetzt das in den 30er Jahren habe oder jetzt auf diesem Niveau, wenn ich kein Wachstum mehr habe, dann habe ich einen Kollaps. Nicht unbedingt. Der Grund ist der, es gibt verschiedene Formen von Nichtwachstum. Ja? Ein Nichtwachstum, in Wirklichkeit war die Wirtschaftskrise viel schlimmer, es wird schrumpfen. Ja, nein, den Kollaps habe ich gesagt. Ja, eben. Ja. Jetzt natürlich, wenn eine Wirtschaft um 25% wie die deutsche schrumpft, ja, dann werden im Zuge dieses Schrumpfungsprozesses Millionen Menschen arbeitslos. Diese Millionen Menschen haben dann können kaum mehr Nachfrage entfalten. Die Unternehmer werden dann erst recht nichts investieren, wir sagen, was soll ich investieren, weil ich nichts verkaufen kann. Und der Staat könnte dann oder sollte dann gegensteuern. Das muss aber überhaupt nicht zu Defiziten führen. Das beste Beispiel ist der New Deal von Roosevelt, mit dem ich mich sehr detailliert beschäftigt habe, weil ich den Milton Friedman sozusagen widerlegen wollte, was gar nicht so schwer ist im Grunde, weil die Daten vorhanden sind. Zwischen 1933 und 1937 ist das amerikanische Bruttoinlandsprodukt um 43% gestiegen. 43% ja. In 4 Jahren. Okay. Okay. Das Budgetdefizit ist nicht gestiegen. Ja, aber weil, warum? Entschuldigung, das habe ich ja gesagt. Wie soll das
wie soll das Defizit Spending funktionieren ohne Wirtschaftswachstum? Das ist meine Frage. Oh, na, kann ich schon erklären. Das war eigentlich meine Frage eigentlich. Okay, gut, haben Sie recht. Gut. Die Frage lautet, muss bei einem sehr kleinen Wirtschaftswachstum, ich rede jetzt von sehr kleinen, aus bestimmten Gründen, sagen wir 1%. Okay. Ja, muss bei einem sehr kleinen Wirtschaftswachstum der Staat ein Defizit haben? Meine These ist nein. Warum? Ein Defizit, das kann ich, das ist meiner Ansicht nach das beste Verständnis von Staatsdefizit. Das ist nämlich, wenn man die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit betrachtet. Da habe ich 4 Sektoren. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich habe die privaten Haushalte. Was machen die in ihrer Gesamtheit? Sie sparen. Entschuldigung, darf ich eine Gegenfrage stellen? Glauben Sie, wenn wir heute, wenn da heute die Staaten, die Europäischen, kein Defizit hätten, würden wir 1% Wirtschaftswachstum haben oder würden wir nicht gleich 1 sacken? Also wenn die Staaten jetzt zumindest aufhören, eine Neuverschuldung zu haben. Glauben Sie wirklich, dass wir noch einen Wirtschaftswachstum von 1% zusammenbekommen? Nein, aber Sie haben mich unterbrochen, weil der Gedanke ist leider sozusagen, ich glaube, ist schon sehr wichtig, weil man kann nicht direkt vergleichen Wachstum und Budgetdefizit, sondern man muss auch andere Sektoren mit einbeziehen. Ja. Das heißt, es können sich unterschiedliche Konstellationen ergeben. Ich kann ein sehr kleines Wachstum haben mit hohem Defizit, aber ich kann auch ein kleines Wachstum haben ohne Defizit. Und das versuche ich jetzt zu erklären. Die privaten Haushalte, die sparen einen Teil ihres Einkommens in ihrer Gesamtheit und sie tragen das Geld zur Bank. Der Unternehmenssektor könnte das Geld der Haushalte in Form von Investitionskrediten übernehmen. Dann hat der Unternehmenssektor jenes Defizit, das den Überschüssen der Haushalte entspricht. Dann hat der Staat kein Defizit, ohne dass er was machen muss. Weil die Summe aller Überschüsse und Defizite ist in jedem geschlossenen System null. Das, ja? Schon, das ist klar. Jetzt, warum hatte der Staat in den 60er Jahren zum Beispiel, ohne dass er irgendeine Sparpolitik gemacht hat, kein Defizit? Wegen dem Wirtschaftswachstum. Nein, aber das Wirtschaftswachstum ist nicht, das fällt nicht vom Himmel, sondern das Wirtschaftswachstum war eben deshalb da, weil die Profiterwartungen der Unternehmer so positiv waren, dass sie gesagt haben, naja, jedes Jahr können wir mehr verkaufen, weil die Konsumenten zuversichtlich sind, was auch immer, also werden wir investieren. In dieser systemischen Sicht ist das Defizit des Staates sozusagen das Ergebnis eines gesamtwirtschaftlichen Prozesses und nicht seine Schuld. Ich gebe den Staat nicht die Schuld. Nein, aber nochmal zurückkommen, Unternehmen wird doch kaum investieren, wenn es keine Gewinnaussichten hat. Richtig. Und in einem System, wo es null Wirtschaftswachstum gibt, werden Unternehmen sich schwer tun, Investitionsaussichten zu finden. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich glaube, im Kapitalismus werden wir ein kleines, positives Wirtschaftswachstum brauchen. Denn bei einem kleinen, jetzt versuchen Sie an diesem Beispiel zu erklären, sagen wir, das Wirtschaftswachstum ist nur 1%, dann werden die Unternehmer relativ wenig investieren. Aber sie werden noch immer investieren, weil es gibt ein Wachstum, es gibt neue Produkte, es gibt also sozusagen... wie auch immer. Ja. Plus, ja. Ein Wirtschaftssektor kann ja leiden, aber andere wachsen. Wichtig ist, dass das Sparen, damit wir sozusagen ein 1%iges Wachstum in einem gedanklichen Experiment zustande bringen, ohne dass der Staat ein Defizit hat, muss das Sparen der Haushalte relativ klein sein. Da spielt jetzt die Einkommensverteilung so eine große Rolle. Deswegen hat der Keynes darauf hingewiesen. Würde man zum Beispiel jetzt in Europa, wieder nur Gedankenexperiment, eine sehr markante Umverteilung von den sehr Einkommensstarken zu den Armen schaffen, dann würden wir durch diese Umverteilung das Sparen der Haushalte senken. Warum? Die Armen sparen nichts.
Die Reichen sparen viel, weil sie gar nicht so viel ausgeben können. Ja? Das heißt, durch die Umverteilung kann ich die Sparquote senken. Und wenn ich die Sparquote senke, können auch die Investitionen der Unternehmer klein sein. Ich bin wieder bei der Saldenmechanik, nicht? Die Überschüsse werden kleiner, die Defizite der Unternehmer werden kleiner und der Staat hat einen ausgeglichenen Saldo, weil jenes Defizit, das den Überschüssen der Haushalte entspricht, schon die Unternehmer machen. Ich möchte jetzt nur ein bisschen aus dem tief gegrabenen Loch rauskommen, weil wir graben da ganz tief und tief und okay, wir verlieren den Blick, wir verlieren ein bisschen den Blick aufs Ganze. Okay. Also ich glaube, dass es für uns jetzt spannender ist, nur mal, weil das ist sicher alles richtig und fachlich begründbar. Ich möchte dir eine abschließende Frage stellen, weil eigentlich darauf, wo ich hinkommen wollte, ist eigentlich, jetzt sage ich es ganz kurz, also das ist in den 70er Jahren, zu der neoliberalen Wende gekommen ist, ist dadurch, dass der Keynesianismus in die Krise gekommen ist, durch die Stagflation und durch die ganzen Dinge. Und da ist, und eigentlich der Keynesianismus kann auch nicht funktionieren, weil mit materiellem Wachstum auf diesem hohen Niveau funktioniert es nicht mehr. Und eigentlich die Lösung, die hat sogar schon Keynes angedeutet. Keynes hat eine positiv Silvio Gesell angemerkt. Und er bietet eigentlich die Möglichkeit, also damit Unternehmer oder damit Kapitalisten investieren, entweder sie bekommen eine Belohnung dafür, dass sie investieren, oder sie bekommen eine Bestrafung dafür, dass sie nicht investieren. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir ein laufendes Geldsystem haben, ohne ohne Wirtschaftswachstum und ohne Staatsverschuldung auskommt. Also ich suche, also das ist sehr schön gewesen, was Sie bis jetzt erzählt haben und so, aber mir kam vor, es wird immer um die Lösung rumgeredet. Also ich sehe, das Problem wird am ehesten mit einer Geldreform gelöst. Also das wollte ich nur abschließend sagen. Ja, das wollte ich auch kommen, nämlich unter der Finanzwirtschaft. Also das ist total wichtig, ja. Kurz gefasst. Die Theorie von Keynes zerfällt in zwei Teile. Das, was Eingang in die Lehrbücher fand, das ist, dass der Staat gegensteuern soll, Deficit Spending machen etc. Und der für mich wichtigere Teil wurde nie akzeptiert, auch nicht von den Keynesianern. Das ist eben schrecklich. Das ist der Teil, wo Keynes erklärt, warum alle Krisen in der Geschichte immer von den Finanzmärkten ausgehen, warum den Moneymakers radikal das Handwerk gelegt werden muss. Er spricht von der Euthanasie der Rentiers, das ist schon ein ziemlich brutaler Ausdruck. Euthanasie der Rentiers. Also die sozusagen auf einem Haufen Geld sitzen und das Geld spekulativ vermehren sozusagen wollen, arbeiten lassen wollen. Denen muss man sozusagen das abdrehen. Und das alles ist im 12. Kapitel seiner Theorie, das kann jeder lesen, das ist total spannend, müssen Sie nicht Ökonomie studieren, das ist nämlich auch wunderbar geschrieben, weil der Keynes ja selber Spekulant war, er hat gewusst, worüber er redet, und er war Direktor von Versicherungen, das wird oft unterschlagen, sein Alltagsleben war immer mit diesen Finanzmenschen, der zu tun kommt, ja? Und er hat sie zutiefst verachtet. Ich bringe Ihnen ein nettes Zitat, das ich auch sehr gern mag, aus diesem Aufsatz von den Enkelkindern 1931, die Liebe zum Geld ist eine halb kriminelle und halb pathologische Krankheit, die man mit Schaudern dem Psychiater zur weiteren Behandlung überlässt. Was er damit meinte ist, wenn es gelänge, das Profitstreben nur auf die Realwirtschaft zu lenken, das heißt, wenn ich sozusagen das aus Geld mehr Geld machen, oder, dann gibt es eine Chance, dass die kapitalistischen Krisen, dass sozusagen die Amplitude, er war der Meinung, das Lebendige hat seine Zyklizität, das ist schon okay, ja? Aber die Finanzmenschen sind manisch-depressiv irre, sozusagen. Und wir müssen die sedieren, da hat er verschiedene Vorschläge, Transaktionssteuern und so weiter. Und jetzt wird es total spannend, um die Geschichte zu verstehen. Die Ökonomen, auch die Keynesianer, muss man sagen, fast alle, haben diesen Teil der keynesianischen Botschaft sofort verdrängt, weil er impliziert,
dass die Gleichgewichtstheorie letztlich unhaltbar ist, was ja der Keynes immer gesagt hat. Denn die Finanzmärkte sind ihrem Wesen nach die freiesten Märkte, die wir haben. Frei im Sinne, jeder kann mitspielen, die Einsätze sind gering, sie können morgen mit einem Internetbroker anfangen, mit Schweinebalken zu handeln, wenn sie wollen, und brauchen dafür vielleicht lächerliche 1.000, 2.000 Euro auf ein Depot einmal. Also die Finanzmärkte, die sind die freiesten Märkte. Wenn aber die freiesten Märkte manisch-depressives Irresein entwickeln, dann ist natürlich die ganze Theorie in dieser Form, dass der Markt immer recht hat, für die Kotz. Also dagegen hat er polemisiert. Und das wollten die Keynesianer auch nicht. Weil sozusagen, dann wäre ja all das, was man entwickelt hat, über, wie Sie völlig richtig sagen, der Ehrgeiz der Ökonomie ist, der Physik gleich zu machen. Das ist ein völlig wichtiger Punkt. Ja. Ende des 19. Jahrhunderts, so um 1870, wird eben sowohl in Österreich der Menger, der Jevons in England und der Walras in Genf, haben eben diese Vorstellung gehabt, wir können die Ökonomie wie die Newton'sche Himmelsmechanik. Ja. Ja, das war das große Vorbild, die Physik. Ja. Und daher, das haben Sie auch recht, die Methode der Mathematik ist ja viel eleganter, wissenschaftlicher. Ja. Aber um die Mathematik anzuwenden, mussten Sie dann das Menschenbild konstruieren. Ich muss erst einen bestimmten Akteur konstruieren, sonst kann ich nämlich überhaupt keine Mathematik verwenden. Bestimmte Größen auch finden, wie wachsende Unendlichkeiten. Naja, das hat die Neoklassiker gar nicht interessiert. Die wollten eigentlich nur Gleichgewicht. Die haben gar nicht an Wachstum gedacht. Das ist schon viel später. Der Frank Knight ist 1930 bis 1920. Egal. Aber der Knight hat sogar Ähnlichkeiten mit Keynes. Das wird zu weit gehen. Okay. Aber damit ich jetzt den Faden nicht verliere, warum die Ökonomen diese Botschaft von Keynes einfach nicht fressen konnten. Und jetzt wird es spannend. Die Politiker haben es aber akzeptiert. Die Politiker haben zwischen 1945 und 1970 die Finanzmärkte grundlegend anders behandelt als die Gütermärkte. Wir hatten ein System fester Wechselkurse, das zwar eine Fehlkonstruktion war, das würde es ins Detail führen, wie das gemacht wurde. Auch da hat der Keynes viel gescheitere Vorschläge gemacht, weil er eine supranationale Währung wollte, während, wie wir alle wissen, im Bretton Woods-System war der Dollar die sozusagen die bestimmende Leitung, die zentrale Währung. Der Dollar war an Gold gebunden und alle anderen nationalen Währungen waren an den Dollar gebunden. Wann war Bretton Woods 49 oder wann war das? 44, während des Krieges noch. Also der Keynes war schon herzkrank, ist da mit Fregatten Begleitschutz über den Atlantik gefahren und hat vergeblich 4 Wochen gekämpft, dass es nicht zu dieser Lösung kommt mit dem Dollar. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Sie haben völlig recht, wäre der sogenannte Keynesianismus Anfang der 70er Jahre nicht in die Krise gekommen, hätten die Neoliberalen keine Chance gehabt. Aber in die Krise ist er ja gekommen durch die Umsetzung der neoliberalen Forderung, nämlich nach Entfesselung der Finanzmärkte. Die Hauptforderung war weg mit dem System fester Wechselkurse. Und 1971 ist endlich das geglückt, der Richard Nixon sagt, aus ist, wir halten uns nicht mehr an die Vorschriften von Bretton Woods. Und jetzt wird es spannend, weil der Dollar verliert sofort 25% an Wert. Das war ja auch der Zweck der Übung aus Sicht der Amerikaner, weil die wollten ihre Wirtschaft fördern, indem der Dollar abwertet. Was man damals aber nicht kapiert hat, war, dass der Dollar ja auch die Weltwährung ist und dass sämtliche Rohstoffe in Dollar notieren. Und dass es eine Ländergruppe gibt, nämlich die ölexportierenden Länder des Nahen Ostens, die einfach nichts anderes hatten als Öl. Die haben sich das nicht gefallen lassen. Die haben gesagt, ja, wenn ihr die Währung abwertet, in der unser Öl bezahlt wird, ja, dann schnallt man halt den Ölpreis rauf. 1973, erster Ölpreisschock, erste Rezession. Und in dieser ersten Rezession steigt natürlich die Arbeitslosigkeit, wie in jeder Rezession, aber auch die Inflation wegen einem Ölpreisschock. Ja? Und das, diese Konstellation, die Inflation ist gestiegen und die Arbeitslosigkeit, die wurde sozusagen zur totalen Niederlage des Keynesianismus, weil die Keynesianer immer gesagt haben, man kann Inflation und Arbeitslosigkeit quasi gegeneinander austauschen. Schluckst du mehr Inflation, hast weniger Arbeitslosigkeit. Philipps Kreisklima. Ja. Und jetzt hat es geheißen, aha,
das war falsch, Keynesianismus ist widerlegt. Aber noch einmal, der Treppenwitz ist, das haben die Neoliberalen ja selbst sozusagen auf indirektem Wege herbeigeführt, diese Konstellation, indem sie eben schon seit Anfang der 50er Jahre immer gegen das System von Bretton Woods und prinzipiell gegen jede Regulierung der Finanzmärkte waren. Ja. Also Sie haben recht, die Krise nach dem ersten Ölpreisschock, die war sozusagen die Stelle, wo sozusagen der Einbruch erfolgt ist. Aber, oh mein Gott. Ja. Okay. Ja, nach der langen Ursachenforschung, die wichtig ist, um die richtigen Schlüssel zu ziehen, möchte ich den Blick darauf lenken, wie kommen wir aus dieser Lage wieder heraus. Und für mich hat das Roosevelt damals 1933 richtig erkannt. Nazis in Amerika will ich nicht haben. Er hat auch ein politisches Programm gehabt, er hat gesehen, was Populismus ausmacht. Versteht man es hinten? Und er hat die Kartelle zerschlagen. Ja, besonders die Wall Street hat er ja an die Kandare genommen. Ja. Er hat sie an die Kandare genommen. Also Finanzmarkt hat er an die Kandare genommen. Genau. Hat 4 Tage die Banken geschlossen und hat gesagt, du bist gerettet, du bist draußen. Ja, ist das für heute eine Lösung, eine Utopie? Naja, ich habe, ohne mich selbst zu loben, vor 6 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Ein New Deal für Europa, also mitten in der großen Krise Ein New Deal für Europa, weil ich eben erstens, also habe ich quasi persönlich gerade ein enges Verhältnis zu meinem Roosevelt, dass er dem bewundere. Es gibt wenig Politiker, die ich irgendwie wirklich bewundere. Und zwar, weil er, Sie haben es eh schon angedeutet, muss ich das vorstellen, ich meine, stammt aus der obersten Schicht von New York, Millionärssohn, Harvard-Absolvent, und dann kriegt er diese Lähmung, ja, wo man bis heute nicht genau weiß, angeblich Kinderlähmung, egal. Er war an den Rollstuhl gefesselt, die Karriere war zu Ende, und dann aber bricht die Weltwirtschaftskrise aus, und dann hat er das Gefühl gehabt, er muss es trotzdem versuchen, und mit Hilfe seines Sohnes gelingt es ihm, da zu tricksen. Da gibt es heute noch so Filmaufnahmen, wo man sieht, dass er diese 10 Meter vom Auto bis zum Mikrofon schaffte, weil sein Sohn ihm da so eine Handstütze gab. Die Hand so gehalten und so, dass sie so, weil er wusste, ein Mensch im Rollstuhl wird nicht gewählt zum Präsidenten. Später hat er ruhig im Rollstuhl sitzen bleiben können, das war egal. Dann war er schon sehr beliebt. Und die Kategorie, die für mich so wichtig ist, ist die Kategorie des anteilnehmenden Denkens. Der Roosevelt hat sozusagen den Aufstieg möglicher Rechtspopulisten, die gab es dort auch, Charles Lindbergh, also der Atlantiküberquerer, war glühender Antisemit und Bewunderer der Nazis, aber der hatte keine Chance, weil der Roosevelt genau das gemacht hat, was in Europa heute die Traditionsparteien nicht machen. Er hat die Nöte der Menschen so klar angesprochen, so ernst genommen, dass die Menschen das Gefühl gehabt haben, ja, der hat was vor, sozusagen. Der nächste tolle Gedanke war, dass der Roosevelt wusste, er hat keine Erklärung. Die hat ja der Keynes erst 1936 quasi nachgereicht. Aber er hat den Mut gehabt, die Experten heimzuschicken. Welcher europäische Politiker würde sich heute trauen, die wirtschaftswissenschaftlichen Experten heimzuschicken und zu sagen, ich denke selber? Warum hat er die Experten heimgeschickt, weil er gesagt hat, liebe Leute, ihr habt uns das Sporen anempfohlen, das und das und das, und es hat nicht funktioniert. Ich bin ein Pragmatiker, ein Jurist war er, und ich denke selber. Und
was so faszinierend ist, ist, was dann in den ersten Monaten eben passiert ist. Ja? Er hat auch da Keynes vorweggenommen, dass er wusste, aus einer Depression komme ich nur raus, wenn die Menschen wieder Zuversicht haben, wenn sie keine Angst mehr haben. Aber wie kann ich in kurzer Zeit Zuversicht verschaffen? Ich muss den Menschen das Gefühl geben, Politik kann etwas tun. Das ist dieses anti-neoliberale Programm. Die Neoliberalen sagen, Politik kann nichts machen, der Markt macht. Ja? Und er hat gesagt, nein. Und ich meine, Sie können sich diese, im Internet kann man ja alles nachhören, diese 5-Minuten-Rede zu seiner Inauguration, das ist sowas von berührend, ist einfach großartig. Er hat auch eine Sprache gesprochen, die wunderbar war. Nie anbietend, nie volkstümlich sozusagen, aber immer einfach. Also das müssen Sie einmal schaffen, weil Sie erwähnt haben, Banken. Stellen Sie sich vor, in einer Zeit, wo es keine Bankomaten gab, nichts, alle Banken für eine Woche schließen, ist ein Wahnsinn. Normalerweise wird eine Panik ausbrechen, wenn die Leute nicht zu ihrem Geld kommen. Aber er hat seine Rede, diese Radioreden eben begonnen, I want to talk to the American people about banking. Und dann erklärt er ihnen, einen richtigen Aufklärer, wieso er jetzt die Banken schließen musste und was da dahinter steckt, was die Banken machen. Es ist ein unglaublich aufklärerischer Ansatz. Ich, wie gesagt, ich darf nicht zu lang reden, aber den Roosevelt bewundere ich wahnsinnig. Da sind ja durch auch der Kern für eine potenzielle Lösung für heute drinnen. Ja, aber wenn es solche Menschen, solche Politiker gäbe, ich sehe sie nicht. Und weil der Unterschied schon der ist, das habe ich vorher schon erwähnt, die Weltwirtschaftskrise war ein Keulenschlag, der innerhalb von 4 Jahren das Bruttoinlandsprodukt der USA um 25% schrumpfen ließ, so wie derzeit nur in Griechenland. Und dort schaut es auch wirklich schrecklich aus. Ja. Das heißt, dieses Grundgefühl war, es muss was geschehen, wir müssen was tun. Ja. Und das hat eben der Roosevelt angesprochen und das ist auch etwas, was heute fast undenkbar ist. Er hat gewusst, ich muss ganz schnell irgendwas zustande bringen, aber ich als Staat, als Präsident der Vereinigten Staaten kann ja keine Arbeitsplätze schaffen. Und daraufhin hat er das Civilian Conservation Camp Idee gehabt. Was war das? Er hat gesagt, ich muss innerhalb von wenigen Monaten hunderttausende arbeitslose Jugendliche in irgendeine Beschäftigung kriegen. Und wie mache ich das? Die Armee wird Camps, auf Deutsch müssen wir es eigentlich als Arbeitslager übersetzen, aber das ist nicht passend. Ja? Weil das knüpft an diese Idee in Amerika, dass junge Leute gehen auf Camps in einer gewissen Altersklasse. Also. Was haben sie gemacht? Sie haben Nationalparks gesäubert, Flussufer gereinigt, alles nichts grandiose, effektive Dinge. Aber wenn Sie heute googeln, Civilian Conservation Camps und sich die Fotos anschauen, das ist berührend, wie auf einmal hunderte Jugendliche mit Gitarren und so weiter, sie haben was zu tun und sie haben praktisch nichts verdient, weil das Geld mussten sie an ihre arbeitslosen Eltern, ist gleich direkt sozusagen denen überwiesen worden. Nur innerhalb von wenigen Monaten hatte die Bevölkerung das Gefühl, hoppla, die Politik kann was tun. Nach demselben Muster haben sie nach den Nationalsozialisten in Deutschland gemacht. Ja, in gewisser Weise, ja. Natürlich, aber eben mit sozusagen einer anderen Ideologie. Das ist ganz wichtig. Und jetzt übertragen wir nur diesen Gedanken in die Gegenwart. Ja, theoretisch könnte die Europäische Union sozusagen, ne, das wird so viel geredet, dass die Lage in den Herkunftsländern, wo die Flüchtlinge herkommen, sich verbessern müsste. Man könnte theoretisch, und das ist jetzt wirklich so unausgegoren von mir gedacht, ja, ein Riesenprogramm, so wie das soziale Jahr, ich weiß nicht, ob es in Italien gibt, in Österreich gibt es Leute nach der Matura, ein Jahr irgendwo sozial tätig sind oder Zivildiener, wenn sie nicht zur Armee wollen, dass man sowas ganz groß auf die Beine stellt im Hinblick auf Entwicklungsländer, was nicht so leicht ist natürlich, das würde jetzt ein eigenes Kapitel eröffnen, aber ich sehe also nicht die Möglichkeit derzeit sozusagen. Ich sehe weder die Politik. Wie schaffen wir das? Wie können wir noch? Also die Krise ist noch zu klein. Ja. Aber die kann jederzeit eskalieren. Es geht uns noch zu gut. Na, uns nicht. Das ist ja das, wie soll ich sagen. Ja. Den Eliten steht das Wasser nicht bis zum Hals. Unten den Menschen schon. So, die Menschen sprechen die Rechtspopulisten an, die Eliten wissen sich nicht anders gegen die Rechtspopulisten zu wehren, als sie sozusagen
die Nase zu rümpfen, zu verunglimpfen. Schauen Sie sich an die Reaktion auf den Herrn Trump. Das ist dumm, weil der Trump ist mir, weiß Gott, unsympathisch. Aber man muss sich ganz ernsthaft mit der Frage beschäftigen, warum so ein Mensch gewählt wird. Welche Nöte, welche Ängste von Menschen führen dazu, dass so einen Deppen oder zumindest einen wirklich, lassen wir das, ja, aber trotzdem, die wollten einfach dem Establishment jetzt zeigen, uns reicht's. Kostet es, ja? Was es wolle. Ja, und wir haben nichts zu verlieren, sozusagen. Sozusagen, ja, und da würde es jetzt Politiker geben, die aufklärerisch tätig sind, wie der Roosevelt. Diese zum Beispiel sagen würden, wir erklären jetzt den Menschen in Europa, warum konnte das passieren, dass vor 40 Jahren, als das Bruttoinlandsprodukt weniger als die Hälfte war von heute, trotzdem jeder junge Mensch in ganz Europa einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz bekommen hat. Und was ist da passiert, dass das bei höherer Gesamtproduktion Millionen Leute froh sein können, wenn sie einen prekären Job kriegen. Nur, da bin ich wieder beim Anfang, damit Politiker dieses Aufklärungsgeschäft betreiben, müssen sich mit ihren eigenen Fehlern auseinandersetzen. Das ist nicht anders möglich. Ja, sie müssen sagen, ja, das war eben falsch. Und das, so weit sind wir noch lange nicht. Und sie müssten sich viel mehr von den Wirtschaftswissenschaftlern emanzipieren. Das wäre doch nicht so schwer. Ich glaube, dass mittlerweile Ökonomen in der Bevölkerung wirklich schlecht angeschrieben sind, weil die alles Mögliche erzählen mit einer Selbstgewissheit. Ich weiß noch, wie in Italien auch so, aber in Deutschland der Professor Hans-Werner Sinn und so weiter. Ich meine, mit welcher Selbstgewissheit die da sich hinstellen vor die Kamera und einfach alles wissen über Griechenland, das ist peinlich. Ja. Das ist wirklich peinlich. Aber ja, aber wie schafft man sozusagen die Bangladeschisierung der Wirtschaft? Also es ist ja ein Kreislauf nach unten. Genau. Prekäre Arbeitsplätze, das nächste sind, wir sind ja mit dem Wauzu-System in Italien sind wir beim Tagelöhner-System gelandet. Ja. Vor Marx sind wir jetzt wieder. Wir sind ja... Das heißt, die Voraussetzung für die Analyse von Marx, ja, trifft wieder zu. Wir sind Tagelöhner-System. Ich brauche die jetzt für 3 Wochen, kriegst schon einen Voucher, oder ich brauche die für 3 Monate, nachher brauche ich die nicht mehr. Ja, da müsste man wirklich zu Marx leider zurückgehen. Ohne die Organisation der Interessen der Opfer wird es nicht gehen. Das machen ersatzweise die Rechtspopulisten, das ist das Grauenvolle. Ja? Die Arbeiterbewegung hat in der damaligen Situation Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, eben sich zu organisieren, aber sie brauchte dazu, wie soll ich sagen, eine hoffnunggebende Weltanschauung. Das war natürlich kommunistisches Manifest, Marxismus etc., sozusagen Brüder zur Sonne, zur Freiheit, die Zukunft gehört uns, auch wenn wir jetzt noch 40 Jahre Leiden auf uns nehmen müssen, wir gründen Arbeiterbildungsvereine und. Und so, die Arbeiterbewegung ist so stark geworden, dass der Bismarck den Sozialstaat erfunden hat in den 1880er Jahren, weil er gesagt hat, ich muss denen die revolutionäre Spitze abbrechen, indem ich zeige, auch der bürgerliche Staat kann sozusagen Sozialschein und für der Kranken- und Pensionsversicherung ein. Wie könnte man heute die Interessen der Opfer irgendwie besser organisieren? Das ist natürlich unglaublich viel schwieriger als damals, weil es eine Arbeiterschaft in der jetzigen Produktionsstruktur nicht mehr gibt. Aber der Neoliberalismus hat ja die gesamte Gesellschaft extrem ausgefächert. Ich sehe das als einen Effekt des Neoliberalismus, dass man die Schichten auffächert und sagt, ich mache was für dich. Der Politiker sagt ja heute nicht mehr, das ist gut für die Zukunft und das ist gut für dich. Ja, Sie haben völlig recht, es sind verschiedene Prozesse, die zusammenführen. Das eine ist die Technologie, das eben... Schon hinten schon. Entschuldigung. Naja, nein, das ist Aufschichtung oder die, Aufächerung. Ich habe sozusagen einen technologischen Prozess der Gestalt, dass sozusagen die traditionelle Industrie an Bedeutung verliert, Informationsdienstleistungen, die auslagerbar sind, die von zu Hause gemacht werden können, die in Bangladesch gemacht werden können, etc. Also es ist ein technologischer Prozess, der passt aber gut zusammen mit der Vereinzelungsideologie der Neoliberalen sozusagen. Worauf es ankommt, ist Eigenverantwortung,
Leistungsbereitschaft und Wettbewerbsstärke. Ja? Und dem Einzelnen bleibt ja auch tatsächlich nichts anderes übrig. Wenn ein junger Mensch schauen möchte, dann wird er überlegen, welches Studium kann ich machen, wo ich noch am ehesten einen Arbeitsplatz kriege, etc. etc. Das heißt, ich verwende ganz gerne den Begriff des falschen Ganzen, weil sozusagen das ganze System ist im Ganzen falsch, aber die Komponenten des Systems stützen sich alle gegenseitig. Das ist die Wirtschaftstheorie, das sind sozusagen die Intellektuellen in den Medien, in der Politik, die Regelwerke. Ganz wichtig, die Europäische Union hat sich Regelwerke gegeben, die der Politik die Hände bindet. Ja, diese ganze Fiskalpakt und so weiter, ja, das sind alles natürlich Hauptanliegen der Neoliberalen gewesen. Und um das jetzt ein bisschen abzuschließen, würde ich sagen, erstens, wir brauchten neue Interessensbündnisse quer über traditionelle ideologische Lage, ist meine Überzeugung. Ich bin in Österreich ein bisschen mit engagiert, jetzt sozusagen, da gibt es jetzt, es fängt erst an, das läuft unter Christlich geht anders und versucht halt sozusagen die konkreten Botschaften der sozialen Zyklen etc. zu übersetzen in das, was heute politisch nötig wäre. Ja. Diem oder andere Ansätze gibt es ja auch. Ja. Und Varoufakis. Ja, genau, es gibt verschiedene, aber. Podemos war mal ein Thema. Oder auch andere, die neue Linke mit Tsipras und so, die ist ja auch, so wie es ausschaut, krachend gescheitert. Ja, aber mein Problem ist, dass ich glaube, dass man unbedingt an einem Bündnis arbeiten muss zwischen weiten Kreisen der Unternehmerschaft und Gewerkschaften, Arbeitnehmer, Interessensvertreter etc. Warum? Weil der Zahl nach die meisten Unternehmer sind auch Opfer des Neoliberalismus, überhaupt keine Frage. Und das ist extrem angelegt. Ich meine, das hat ja der Herr Gramsci schon völlig richtig analysiert. Übrigens, der Gramsci ist ja sehr spannend, weil diese Frage der Ideologie, der Hegemonie über die Köpfe der Intellektuellen, das hat der Herr eigentlich nicht von Gramsci, der hat ihn sicher nicht gelesen, aber der Gramsci hat das genau dieses Konzept an sich ja entwickelt. Ja, und Prognose ist, ich glaube, es wird einen weiteren Krisenschub geben. Der wird mit erheblichen Finanzverlusten auch der Reichen enden. Es geht nicht anders. Seit weit mehr als 10 Jahren schaffen wir immer mehr Finanzkapital. Ja? Die Leute haben immer mehr Geld auf dem Wertpapierdepot, auf dem Sparbuch etc. Es sind aber nie die realen Werte geschaffen worden, die den Finanzforderungen entsprechen. Das heißt, das sind Finanzforderungen, die keine Deckung haben. Das sind den Computerzahlen. Sie sind gedeckt durch Staatsschulden und durch faule Kredite, das alles. In Italien wissen sie es ja am besten. Die italienischen Banken haben im Wesentlichen auf der Aktivseite Staatsanleihen und faule Kredite. Naja, nicht nur faule, aber viel faule. Also das wird einer Korrektur bedürfen. Bitte. Ja, ich komme in dem Moment, Professor Schulmeister, zum Titel zurück. Da war die Rede vom Dogma. Und dazu passt gut, was Sie sagen, nämlich, dass die Ökonomen oft auftreten mit dem Gehabe von Theologen. Es ist, wie es ist, es kann nicht anders sein, es gibt keinen anderen Weg. Und das schüchtert die Leute nun sehr ein und vereinzelt sie. Und ich bin wirklich bestürzt darüber, wie das sich entwickelt. Unter anderem auch, wenn ich die unter Anführungszeichen Armen sehe. Die halten nicht mehr zusammen. Jeder möchte aus diesem Status entfleuchen und oben noch schnell ankommen. Und in der Mittelschicht wehrt man sich dagegen ab, zu sacken. Gibt es überhaupt noch einen nicht katastrophalen Ausweg aus dieser Krise? Ist der noch denkbar für uns? Oh ja, aber es kann auch zur Katastrophe kommen. Also das Spektrum ist breit. Ich sage Ihnen, ich denke immer eher in Szenarien. Ja? Ich mache keine quantitativen Prognosen, aber wovon ich leider überzeugt bin, ist, dass es einen
Krisenschub geben wird, der höchstwahrscheinlich wieder von den Aktienmärkten ausgehen wird. Wenn Sie die Kursentwicklung der letzten zwei Monate wieder anschauen, dann ja, sage ich nicht viel dazu. Also das ist irrational. Das ist völlig absurd. Naja, aus Sicht derer, die jetzt wieder Profite machen, ist es nicht irrational. Das ist ja das Fatale. Ja. Es ist sozusagen ein Gefangenendilemma. Das heißt, die Einzelnen, zum Beispiel Finanzalchemisten, die Profis im Finanzsektor, die jetzt darauf setzen, dass noch ein bisschen was geht bei den Aktienkursen und die tatsächlich 10% steigen, die handeln ja durchaus rational aus ihrer Sicht, weil die glauben, sie werden dann schon rechtzeitig aussteigen können und in vielen Fällen können sie es auch, weil sie gegenüber den Amateurspekulanten große Vorteile haben. Nur sozusagen Systemrationalität und individuelle Rationalität stehen in einem völligen Konflikt. Die Interaktion der individuellen Rationalitäten führt zu einem systemisch irrationalen Ergebnis, nämlich, sage ich mal, 30-40% der Finanzvermögen werden gestrichen. Weil sie nicht da sind. Ja, und das steht da schon, das ist schon in der Richtlinie der Europäischen Kommission. Die ersten Dinge werden ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Ich weiß nicht, ob in Italien das ein Thema war. Ja, aber es ist klar, wenn jetzt eine italienische Bank pleite geht, im Prinzip, ja, es war jetzt eh mit der Monte dei Paschi, ja, hat sich der Herr Renzi, glaube ich, noch nicht an diese Regeln gehalten. Ja? Weil eigentlich wäre es so, dass alle Einleger über 100.000 eben das stattdessen gegen das Bankaktien. Ja? Das ist, er hat es gerade noch durchgekriegt. Mit Hilfe von der EU-Kommission. Weil sonst wäre das, der hat das noch rechtzeitig. Ja, man kann ja eine Vorschrift übertreten, weil das ist das, was ich erwarte in der nächsten Zukunft. Das wird die einzelnen Staaten werden sich immer weniger an die Regeln halten. Das hat auch einen Sinn in gewisser Weise, wenn eine Regel schwachsinnig ist. Ich würde nur zu dem zurück, aber es sind extrem vielschichtige Themen, die wir ja, jetzt muss ich selber aufpassen. Ja, also Krisenschub, Entwertung von Finanzvermögen, diesmal oben, glaube ich, weil es nicht anders geht, weil die unten immer für haben, sozusagen, und es ist ganz klar, diese 100.000 Euro Regel ja, schützt natürlich die kleinen Leute natürlich, weil die haben meistens keine 100.000 Euro auf ein Sparbuch. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Werden angesichts einer neuerlichen Finanzkrise die Eliten sagen, jetzt reicht es uns und die Fähigkeit haben, wie der Roosevelt als erstes den Finanzsektor an die Kandare zu nehmen? Möglich wäre es. Ich bringe Ihnen ein einfaches Beispiel, weil warum ich überhaupt vor Ihnen sitze, das hat was zu tun damit, dass ich seit 35 Jahren Feldforschung in den Trading Rooms mache. Das heißt, ich bin mit den Spekulanten auf Du und Du. Ich tue seit langem untersuchen, wie mache ich aus Geld mehr Geld. Also ich habe diese computergesteuerten Spekulationssysteme analysiert und so weiter. Also mich interessieren Spekulanten sehr, weil ich, ja, man muss verstehen, was man kritisiert, ja. Ich selber spekuliere nicht, aber ich glaube, dass ich ein bisschen was verstehe. Und daher glaube ich, dass man sehr wohl was machen kann. Die Politik sagt, die Finanzmärkte sind so gewaltig geworden, man kann nichts machen. Und das ist ja völliger Blödsinn. Weil erstens haben die Finanzalchemisten selber auch überhaupt keinen Durchblick. Glauben Sie mir, die haben keine Ahnung. Ja? Die tun manchmal so, aber die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Ja? Zweitens, das Trading spielt sich heute wirklich in Millisekunden ab. Das heißt, wenn Sie sozusagen an der Tageschart von meinetwegen dem Meininger Aktienindex analysieren, dann werden Sie drauf kommen, dass die Tagesbewegung sich zusammensetzt aus winzigen Schübchen, die können ein paar Sekunden dauern, manchmal vielleicht 2-3 Minuten. Die werden wieder von computergesteuerten Systemen, die eben bestimmte Algorithmen haben, sodass sie manchmal Kauf- oder Verkaufssignale sozusagen setzen, ausgenutzt. Und ein Vorschlag von mir, der natürlich jetzt noch keine Chance hat auf Realisierung, wäre,
den Fließhandel zu ersetzen durch elektronische Auktionen alle 3 Stunden. Das entspricht ganz dem neoliberalen Marktmodell im Grunde. Nur ich nehme den Spekulanten die Datenbasis weg. Jetzt einmal bei High Frequency Trading, all das funktioniert dadurch, dass sozusagen permanent in einer Art Rückkoppelung Preise generiert werden, die wiederum von den Systemen verarbeitet werden. Wenn ich jetzt nur alle 3 Stunden einen Preis habe, dann sind natürlich solche Systeme schlicht und einfach nicht mehr möglich, weil es das Futter nicht mehr gibt. Ja? Nein, auf Hausverstand. Bitte? Noch? Nein, das, was ich jetzt vorschlage, das beruht. Nein, ob 3 oder 2 ist egal. Ich meine aber punktuell. Ja, gemeint ist sozusagen 70%, nur ein Beispiel, der Aktienumsätze sind heute Hochfrequenzhandel. Das ist Handel, der innerhalb von ein paar Millisekunden. Nein, ich verstehe schon, ich wollte nur fragen, ob Sie da theoretisch. Hört ihr machen? Nein, das ist ja reiner Hausverstand. Also, ich liebe die Seitengespräche nicht sehr. Na gut. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass die Politik was machen könnte. Und zwar sogar, wie Sie sagen, marktkonform. Ja? Genauso wie der Eröffnungskurs einer Börse bestimmt wird, so machen wir es halt alle 3 Stunden. Der Eröffnungskurs wird ja auch so bestimmt, dass der Computer alle Kauf- und Verkaufsorder sozusagen matcht. Also so und so viele Leute wollen Fiat-Aktien verkaufen, so und so viele Leute wollen Fiat-Aktien kaufen. Der Computer sagt, der Gleichgewichtskurs ist jener, bei dem ein Maximum an Transaktionen durchgeführt wird. Punkt aus. So, das machen wir alle 3 Stunden. Das wird die Welt verändern. Wenn Sie in einen Trading-Room gehen, dann sehen Sie die Trader, wie sie da mit Facettenaugen wie ein Insekt auf 6 Bildschirme immer gleichzeitig schauen müssen, weil sie die unterschiedlichen Datenfrequenzen, verstehen Sie, sie können Kurse abbilden in Minutendaten oder Tickdaten oder auch, egal, das sind so, und sie kombinieren aus diesen Konfigurationen und Kauf-Verkaufssignale was. Das können Sie alles wegschmeißen. Nicht, weil Sie haben keine Daten mehr. Sie haben die Aktie wäre ja an und für sich eine werthaltige Beteiligung an der Realwirtschaft. Theoretisch, was das Ganze, ja. Was das Ganze nach unten zieht, sind die Derivate, die Entschuldigung, habe ich habe aber das. Also, noch ganz habe ich es nicht beantwortet. Aber Szenario noch einmal. Krise, und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Eliten lernen, jetzt ist schon wieder was auf den Finanzmärkten passiert, jetzt müssen wir dort eingreifen, und dann gäbe es sehr wohl eine Palette von Maßnahmen. Ein Beispiel war statt Fließhandel elektronische Auktionen. Anderes Beispiel wäre wieder zurückgehen zu festen Wechselkursen. Warum? Weil in den kommenden Jahren die wahnsinnige Gefahr besteht, dass über die Wechselkurse wieder Wirtschaftskrieg geführt wird. Der Herr Trump hat es schon ganz klar gesagt, dass er sich das nicht gefallen lässt, dass der Euro aus seiner Sicht unterbewertet ist, etc. Ja. Wie zu festen Wechselkursen übergehen, das ist technisch ein Klacks. Technisch, politisch ist ein Problem. Aber technisch ist überhaupt ein Klacks. Die brauchen nur die 4 Notenbanken. Wir haben ja nur mehr 4 Währungen, die wichtig sind. Die Chinesen, die Japaner, die Euro und der Dollar. Meinetwegen das Pfund, aber das Pfund brauchen wir auch nicht. Ne? Und jetzt die 4 Notenbankchefs müssten nur der Welt erklären, so die Leitkurse ab morgen 0 Uhr sind und die Bandbreite, die sie tolerieren, sind plus minus 1%. Wie die Schweizer Notenbank gesagt hat, 1,20 aus, war aus. Ja, weil gegen Notenbanken können Spekulanten nicht spekulieren, weil die haben unbeschränkte Munition. Die Notenbanken können Geld aus dem Nichts erzeugen, so viel sie wollen. Und deswegen hat ja der Draghi, wie der Draghi nur gesagt hat, so, er wird alles tun, um den Euro zu retten, pst, ist mit den Zinsen runtergegangen, ohne dass er hat was ausgeben müssen. Später erst hat er dieses Anleihenprogramm dann gemacht. So, aber das wäre das positive Szenario. Und das negative Szenario wäre, die Eliten lernen nichts, weil sie keinen Plan haben und weil die Ökonomen ihnen weiterhin sagen, man kann nichts machen. Ja, die Märkte leider und so, wir sind ihnen ausgeliefert. Dann kann der Euro tatsächlich scheitern. Und dann gibt es meiner Ansicht nach einen Wirtschaftskrieg in Europa. Weil der Hass auf Deutschland hat dann in vielen Ländern ein solches Ausmaß angenommen,
dass man über nationale Währungen die deutsche Wirtschaft problemlos ruinieren kann. Das ist ja eine Illusion zu glauben, dass Deutschland unverletzlich ist. Japan war die erfolgreichste Wirtschaft der gesamten Nachkriegszeit und wurde innerhalb von 3 Jahren ruiniert durch den Handelskrieg zwischen USA und Japan Ende der 1980er Jahre. Warum? Weil die haben den Yen-Kurs in eine Höhe getrieben, wo die Exportmaschinerie Japans nicht mehr funktioniert hat. Daraufhin haben die Leute angefangen, mit Aktien und Immobilien zu spekulieren und der Rest ist Geschichte. Japan ist in einer Depression seit 25 Jahren. Ja. Wenn zum Beispiel es eine Lira wieder gäbe, ja, und einer französischen Frau und eine D-Mark, dann schießt die D-Mark auf den Devisenmärkten durch die Decke. Das ist vollkommen klar. Die Anleger werden sagen, ja, ja. Nur wenn ein VW Golf um 80% mehr kostet als ein Punto oder um 70%, dann wird der Golf nicht gekauft. Das ist ganz einfach. Und so ist es auch Japan ergangen. Das ist aber dann kein Spaß, ja, weil dann kann die Krise ja 15, 20 Jahre dauern, bis sozusagen die Vernunft wieder einsetzt. Nur, Gott sei Dank, einen militärischen Krieg glaube ich nicht, dass es geben wird. Das wäre sozusagen das Spektrum und das Wichtigste wäre Aufklärung, Organisation von Interessen und besonders ein Interessebündnis schmieden mit den Unternehmen. Man müsste auf allen Ebenen, da müsste man wirklich den Antonio Gramsci wieder lesen, wenn es nicht gelingt, den Unternehmen deutlich zu machen, dass sie vor 40 Jahren, als sie auch auf den Neoliberalismus gesetzt haben, aufs falsche Pferd gesetzt haben, weil der Neoliberalismus die Theorie im Interesse des Finanzkapitals ist und nicht die Theorie im Interesse des Realkapitals. Aber dazu muss man sozusagen denken, was ich seit 30 Jahren mache, in einer Dichotomie zwischen Real- und Finanzkapital. Nicht? Der Marx hat leider Gottes nur diese Fundamentalunterscheidung, auch die katholische Soziallehre übrigens, zwischen Kapital und Arbeit. Das ist so quasi der fundamentale Gegensatz. Aber in Wirklichkeit ist der Gegensatz, der rein ökonomische, zwischen Real- und Finanzkapital sogar größer als zwischen Realkapital und Arbeit. Weil schauen Sie, was will denn ein Unternehmer? Ein Unternehmer möchte Gewinne ziehen in der Realwirtschaft. Da tut es ihm gut, wenn er sich nicht kümmern muss um Finanzinstabilitäten. Wenn er also mit festen Wechselkursen, stabilen Zinssätzen etc. rechnen kann, dann braucht er nicht permanent sich absichern. Das ist all das, steht alles im Kapitel 12 von Keynes im Grunde. Ja? Das heißt, damit die Realwirtschaft florieren kann, muss die Finanzwirtschaft an die Kandare genommen werden. Ja? Und gelänge es, einer großen Zahl von Unternehmen deutlich zu machen, dass sie Anfang der 70er Jahre zwar aus verständlichen Gründen für den Neoliberalismus waren. Ich habe damals in Bologna studiert, Zeidl, und erinnere mich, 74 war das oder 75. Ich meine, damals hat noch der mächtigste Industrielle Italiens im Grunde kaum ein Dispositionsrecht gehabt. Wenn der 200 Leute kündigen wollte in einer Firma, dann hat es Schopenhauer gegeben. Ja? Und das ist ja der Stoff, aus dem die Renaissance des Neoliberalismus ist. Weil die Unternehmer gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Kann ich ja verstehen. Nur, was sie nicht kapiert haben, ist, dass sie mit dem Neoliberalismus nicht nur eine Ideologie unterstützt haben, die gegen Sozialstaat und Gewerkschaften sind, sondern leider eine, die Finanzmärkte entfesselt hat. Und das ist nicht das, was ein Unternehmer braucht. Da hat es aber die warnenden Worte von Agnelli damals gegeben, kann ich mich erinnern. Das ist jetzt schon 25 Jahre her ungefähr, wo er gesagt hat, Achtung, die Finanzwirtschaft beginnt, die Realwirtschaft zu überflügeln und das wird uns in eine große Krise stürzen. Also, man kann nicht sagen, dass das nicht Stand des Wissens war. Nee, einzelne, wirklich, der Warren Buffett schreibt seit, oder sagt seit langer Zeit, dass diese zum Beispiel die Derivate Massenvernichtungswaffen sind. Ja. Es gibt eben natürlich Value Investors, was übrigens dann der Keynes auch war, die sozusagen eher nach den Fundamentalwerten sich orientieren. Aber was ist jetzt der konkrete Effekt dieser außer Rand und Band geratenen Finanzwirtschaft? Wo sind die Gewinner? Es muss ja Gewinner geben in diesem System. Ja, das nicht so knapp. Naja, das ist gar nicht so schwer zu beantworten. Wenn man sich, das habe ich nicht mehr in allerletzter Zeit gemacht, aber
die großen sogenannten Investmentbanken, ich nenne sie lieber Finanzalchemiebanken, die sind also jene Banken, die das traditionelle Geschäft im Grunde zur Seite geschoben haben. Als Geschäftsbank, wie gesagt, hat sozusagen, ja, die so quasi nicht mehr die reale Wirtschaft finanzieren, sondern sich auf Spekulation konzentriert haben. Die haben noch nie aus dem Bereich Trading Verluste ausgewiesen. Nie. Und das ist, leuchtet mir auch ein, weil wer ist dann der Verlierer? Naja, natürlich die, die sich nicht so gut auskennen. Man redet viel zu wenig darüber, aber es gibt in Deutschland zum Beispiel sicher mehr als 100.000 Amateurspekulanten. Sie brauchen nur auf NTV die Werbung anschauen, dass Internetbroker im Fernsehen werben. Das werden die nur machen, wenn sie das auszahlen. Wenn das die Leute finden, wenn das nur 10 Leute sind, werden sie nicht Fernsehwerbung schalten. Ja? Es gibt unzählige Internetbrokers, die verführen die Leute. Die sind oft Töchter seriöser Banken in Österreich. Die erste Bank, glaube ich mittlerweile die größte Bank in Österreich, hat ihre Tochter, die heißt BrokerJet und ist jetzt ein Internetbroker. Und natürlich die betuchteren Kunden, denen wird natürlich schon immer gesagt, dass er sie kannte und kann viel verlieren und so weiter, aber probieren. Nicht? Und es gibt ja, in Amerika macht man sich lustig über die wie heißt in Amerika, die Dentists and Doctors. Gemeint sind sozusagen die Freiberufler, die viel Geld haben und die statt nach Las Vegas zu fahren, lieber am Abend am Computer mit Schweinebäuchen handeln. Das wird als Stupid Money bezeichnet, oder? Ja, und das Problem ist, dass die Information über Gewinne und Verluste völlig asymmetrisch ist. Weil wenn Sie 50.000 Euro verloren haben mit einem Derivat, dann werden Sie es nicht einmal der Gattin erzählen. Ja, weil das ist nicht Prestige erhöht. Wenn sie aber gewonnen haben, dann werden sie es überall erzählen. Ja, sodass die Information nicht wirklich. Das System kann dann sich praktisch auch auf die Leute verlassen, die es füttern. Naja, weil immer neue dazukommen. Natürlich, der wirklich viel verloren hat, der scheidet früher oder später aus, entweder weil er kein Geld mehr hat oder weil es ihm zu blöd ist. Wenn er nicht spielsüchtig ist, das gibt es natürlich auch, klarerweise. Ja, aber dann irgendwann mal Geld braucht man schon. Ja. Aber es kommen eben immer neue nach. Es gibt so wie es Frauenmode Illustrierten gibt oder für Männer Autoillustrierte, gibt es richtig, sind ein bisschen teurer. Die Illustrierten, die Technical Analyst, die Technical Trader. Und da wird also seitenweise referiert, how I made a million with this and this. Model, das sind alles so Algorithmen und Leute lesen das und glauben, sie könnten da vielleicht ein Schnäppchen machen. Ja. Aber was ist der Haupteffekt der Finanzmärkte? Der ist nicht das Umverteilungsspiel. Das ist ganz wichtig. Weil das Umverteilungsspiel ist von der sehr gehobenen Mittelklasse bis Oberklasse zu, sage ich mal, den Profis. Das ist mir wurscht, relativ. Ja? Weil wenn jemand als gut verdienender Rechtsanwalt halt im Jahr 80.000 Euro verliert oder 100.000 Euro und es sich leisten kann, okay, das ist kein soziales Problem. Das wirkliche Problem ist die Destabilisierung der Preise. Ja? Weil durch diese, da habe ich ein paar Grafiken mitgehabt, die für Unternehmer wichtigsten Preise sind durch eine Abfolge von Bullenmärkten und Bärenmärkten gekennzeichnet. Was ein Bullenmarkt ist eben, so nennen das die Trader, wenn ein Vermögenswert übermäßig nach oben schießt, also Aktienkurse, ein Wechselkurs, Rohstoffpreise etc. Und Bärenmarkt ist, wo die Gegenbewegung passiert. In so einer Welt kann eine Realwirtschaft nicht gedeihen, weil die Unternehmer zu Recht sagen, da wird so viel Unsicherheit produziert, da wäre ich im Zweifelsfall lieber selber spekulieren. Und die großen Industriekonzerne sind unglaublich aktiv auf den Finanzmärkten. Banken alle, ja. Natürlich, weil es ist nicht einmal unverständlich. Ein Anfang hat es mit der Absicherung und dann haben sie aber sonst auf den Geschmack gekommen, weil die sogenannte, wenn sie Kurssicherungsgeschäfte machen, dann lernen sie, wie Derivate funktionieren. Und dann können sie dir ja so,
Probieren wir es ein bisschen. Probieren mal spekulativ. Ne? Bitte. Jetzt darf ich eine. Nicht gleich zu sagen, also gegen 10 schauen wir dann zu Ende. Jetzt habe ich eine Frage, aber ich möchte jetzt die Antwortmöglichkeiten vorgeben, weil vorhin haben Sie mir nicht direkt geantwortet. Also die Antwortmöglichkeit ist ja, nein, kann ich nicht, interessiert mich nicht. Gut. Und jetzt ist die Frage. Okay. Freigeld. Bitte? Freigeld. Beziehungsweise umlaufgesicherte Währung mit periodischer Nominalentwertung. Also diese, also erst eins deine von den vier Antworten und dann können Sie auch hinzufügen. Ja, nein, interessiert mich, kann ich nicht. Nein, kenne ich sehr wohl und interessiert mich auch sehr, weil mich Geld überhaupt interessiert. Also Freigeld ist die Idee, die sind Gesell, also Schwundgeld. Interessiert Sie, also es ist eine Möglichkeit, weil vorhin haben Sie mir nicht geantwortet. Ja, nein, ich sehe das überhaupt nicht, das ist eine Möglichkeit, weil die Idee des Schwundgeldes absolut vernünftig war in einer Zeit fallender Preise. Daher das berühmte Experiment in Schwarz, in Tirol und auch die positive Erwähnung des Herrn Kenz in den letzten Seiten der General Theory vom Silvio Gesell. Aber es ist kein allgemein gültiges Prinzip, denn wenn Sie ein Schwundgeld in einer Ökonomie wie China haben, ja, das wäre Katastrophe. Ich hätte jetzt von Europa zum Beispiel. Ja, im Moment wäre ein Schwundgeld eine Möglichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Aber Schwundgeld wäre ja eine institutionelle Lösung. Also ein Schwundgeld wäre nicht ein Instrument, das ich konjunkturell verwende, wo ich sage sozusagen, jetzt machen wir die nächsten 8 Monate Schwundgeld. Sozusagen um. Das wäre nicht so blöd. Nicht? Das könnte man schon machen. Also wenn das elektronisch wäre, dann kann man die periodische Abwertung Der Begriff Schwundgeld ist noch herauszuklären, bitte. Also Schwundgeld ist ein Geld, das so geregelt ist, dass es automatisch Wert verliert. Ja? Also sagen wir nominalen Wert. Sagen wir, Sie haben 100 Euro und es gäbe eine Regel, dass jeden Monat die 100 Euro meinetwegen um 10 Cent oder 50 Cent, je nachdem, weniger wert werden. Die Idee war, dass dadurch die Bereitschaft der Menschen, sich vom Geld zu trennen, auf Deutsch es auszugeben, zunehmen wird. Umschlag häufig. Ist ja klar, weil wenn ich es extrem mache. Und der historische, der Grundgedanke des Silvio Gesell war, deswegen wurde er gelobt von Keynes, war deshalb schon interessant und wichtig, weil Gesell eben systemisch denkt. Systemisch heißt, dass er eben nicht an irgendwelche Gleichgewichtspreise glaubt, sondern eher daran, dass Wirtschaftskrisen immer auch mit dem Horten von Geld zu tun haben. Mit dem Dagobert-Duck-Syndrom. Die Leute geben es nicht aus. Und was ich heute nicht ausgibt, das fließt den anderen wieder nicht zu und so weiter. Und dieser Gedanke, den hat natürlich der Keynes auch verfolgt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe viel über das nachgedacht und diskutiert mit Leuten. Ich glaube nicht, dass es eine generell vernünftige Sache ist, denn wenn ich es konjunkturell verwende, wo Sie schon recht haben, bei elektronischem Geld wäre das im Prinzip möglich. Die EZB, vielleicht muss ich noch länger darüber. Darf ich etwas hinzufügen? Ja. Etwas, was Sie, was sehr wichtig ist, das nicht nur ausgeben, sondern auch verleihen, weil es ist die nominale Wartung basiert ja nur auf das Bargeld. Und ich Ihnen das Geld gebe und Sie geben mir einen Schuldschein. Der Schuldschein entwertet nicht nominell, nur das Bargeld. Deswegen kann ich auch das Geld ansparen, indem ich es verleihe. Das ist auch eine Möglichkeit. Nicht nur konsumieren, sondern auch sparen. Aber dann wird es interessant zu sparen und zu investieren, ohne dass ich eine Rendite habe. Das ist das Interessante an diesem Geldsystem, dass die viel Geld haben, bereit sind zu investieren, ohne dafür, dass sie einen Gewinn bekommen, weil sie lieber bekomme ich das Gleiche wieder zurück, als dass ich etwas verliere. Das ist das Interessante meiner Meinung.
wir sind jetzt doch vom Thema, das ist ja Liberalismus. Wir sind bei der Finanzwirtschaft gelandet und haben gemerkt, dass das ein Schlüsselthema ist. Ja, ja, weil möchte ich hinzu, weil eigentlich das System mit Geld Geld machen, auch wenn es Schein ist, das hat mindestens den Vorteil, dass die Leute bereit sind zu investieren, auch wenn es zum Schein ist. Und da haben wir, zumindest haben wir das System noch am Laufen. Es läuft, bis es an die Wand kracht, aber es implodiert nicht jetzt. Mit einem abgesicherten Währung würde wirklich die Rückbindung des Geld an die Realwirtschaft vorhanden sein. Und jetzt haben wir ein Pseudo-Wachstum, der nicht vor real abgedeckt ist, weil der Wachstum nicht vorhanden ist. Aber es braucht einen nominalen Wachstum, damit es trotzdem noch eine Investition in die Realwirtschaft gibt. Das ist ja, den Gedanken verstehe ich schon. Ja. Okay. Es ist jetzt 10. Ich möchte nicht jetzt despotisch den Abend unterbrechen, aber wir versuchen es einzuhalten. 2 Stunden sind sehr lange. 2 Stunden, so intensive Stunden, wie wir sie heute gehabt haben, sind auch sehr ermüdend. Auf jeden Fall war es extrem spannend. Ich möchte gleich jetzt die Gelegenheit nutzen, noch die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Wir haben im März, heißt im März der Bauer, da kommt der Alexander Agetle. Das ist ein, weil wir uns ja mit neuen Modellen beschäftigen, also neues Wirtschaften in der Praxis, das ist ein Biobauer, ein hochqualifizierter Agronom, der beschlossen hat, den kleinen Hof seines Vaters zu übernehmen und dort Käse zu produzieren, einen sehr hochwertigen Käse, und der, um die Investitionen machen zu können, so ein Modell der Vorfinanzierung durch die Kunden umgesetzt hat. Und das ist ein sehr interessanter Gesprächspartner, nicht nur, weil er in der Praxis zeigt, wie man Wertschöpfung erzeugen kann und die Konsumenten mit hineinnehmen kann, also den direkten Austausch zwischen Produzent und Konsument neu zu organisieren, sondern weil er auch seine Überlegung, in Bio zu wechseln, extrem gut begründen kann, nachdem er die konventionelle Landwirtschaft von seinem Studium her sehr gut kennt. Im April kommt ein hausgemachter Querdenker, das ist der Thomas Eichner. In dem Sinn hausgemacht, dass es überraschend ist, dass einer, der schon verschiedentlich sich als Querdenker erwiesen hat, bei uns so gut Karriere hat machen können und jetzt Präsident der IDM ist, also das sind alle Wirtschaftsförderungsstrukturen des Landes zusammengefasst, das wurde alles zusammengefasst, jetzt Innovation, Development und Marketing, das wurde alles in eine Unternehmen zusammengefasst. Der Präsident davon ist einer, der mehrfach schon aufgefallen ist durch Selbstkritik und auch durch interessante Statements. Der kommt im April, und im Mai schließen wir jetzt dieses Querdenken ab mit einem anerkannten Moraltheologen, mit dem Professor Lindner, den sehr viele schon kennen hier, weil er ja auch hier im Haus auch als Professor tätig ist. Dort beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Wirtschaft und Ethik. Und Ziel ist es weiterhin, einfach alle anzuregen, die bestehenden Schemata einfach zu verlassen und es neu zu denken. Und was es halt nicht mehr möglich war, anzuhängen, ist, welche Potenzialitäten eben so neues wirtschaftliches Handeln hat, welche Potenzialitäten das hat, dass wir, wie wir mit der Christa Müller besprochen haben, dass es spontane Aggregationen von jungen Menschen gibt, die Alltagsprobleme auf neue und innovative Art und Weise lösen, vom Urban Gardening bis zum zeitweiligen Restaurant, von Kartoffelkombinat bis zum Repair-Café. Also es gibt eine sehr lebendige und spannende Szene, auf die werden wir im nächsten Jahr, also ab Herbst, wieder zurückkommen, dass wir auch die Hoffnung nicht verlieren, dass da unten irgendwo was entsteht. Und nachdem ich 3 Tage mit Daniel Heni unterwegs war, habe ich eine neue Theorie und sage, achte, wir müssen leicht schauen, dass wir nicht dort stehen, wo ein Dinosaurier umfällt. Also wir kommen jetzt in eine Zeit rein, wo die Dinosaurier umfallen werden. Also BlackRock braucht keine Banken mehr. Das sind die Player, die was heute sorgen haben. Der Larry Fink, der braucht keine Bank. Dem gehört alles, und der sagt jetzt, der hetzt der gegeneinander auf. Also das ist ein Dinosaurier, und im System, das wir heute erforscht haben, teilweise auf sehr tiefgründige Art und Weise, ist es angelegt, dass es einfach irgendwann einmal so groß ist, dass es von innen fault. Das geht gar nicht anders. Wir sehen es bei Konzernen, zuerst sind 10, dann sind 5, dann sind 3, und irgendwann einmal fault das System. Also wir versuchen gemeinsam ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass wir nicht dort stehen, wo der Dinosaurier hinfällt.
das kann nicht unter Umständen ganz eine interessante Überlebenstechnik sein. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Herrn Dr. Schulmeister, dass er zu uns gekommen ist und dass er uns so einen Einblick gegeben hat in die Geschichte und in die Wirkmechanismen des Neoliberalismus. Ich glaube, wir nehmen heute einige spannende Anknüpfungspunkte mit, wo man jeder für sich noch was lesen kann, was suchen kann, sich das unterhalten kann, und wenn er das nächste Mal die Zeitung lest, lest er sie vielleicht ein bisschen anders, wenn bestimmte Frohbotschaften oder Drohbotschaften aus der Zeitung auf uns einstürmen. Der Matthias macht hinten jetzt noch zwei Flaschen oder drei Flaschen Wein auf, dass wir eventuell das eine oder andere noch vertiefen können. Herzlichen Dank fürs Kommen und schaut das Kürbel um, wenn es rausgeht. Und herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.